Herzlich willkommen zur Glaubensinformation am Vorabend des Frohen Leichnamsfestes. Passend zum Thema oder passend zum kirchenjahreszeitlichen Bezugsrahmen des Frohen Leichnamsfestes haben wir uns heute vorgenommen, uns den neutestamentlichen Abendmahlsberichten zu nähern. In der Tat eine, wie wir sehen oder hoffentlich wahrnehmen werden, eine sehr interessante Fragestellung, denn wir haben die im Neuen Testament viermal das sogenannte letzte Abendmahl überliefert, nämlich im Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, Johannes-Evangelium und schlussendlich im 1. Korintherbrief, dazu gleich mehr. Es fällt auf, dass das Johannes-Evangelium als viertes Evangelium da erstmal rausfällt. So viel kann ich jetzt schon sagen, es ist nicht so, dass das Johannes-Evangelium keinen Bericht vom letzten Abendmahl hätte. Natürlich gibt es da das letzte Abendmahl mit dieser besonderen Szene der Fußwaschung. Aber der Johannes hat in seinem Abendmahlsbericht oder der Schilderung des letzten Abends vor dem Leiden und Sterben Jesu keine Szene, wo von der Einsetzung des letzten Abendmahls berichtet würde. Warum das so ist und wo wir das Thema dann doch im Johannesevangelium finden können, dazu an späterer Stelle mehr. Wir werden uns jetzt im ersten Teil oder einführend dann doch eher mit den neutestamentlichen Einsetzungsberichten, also das, was man klassisch unter Abendmahl versteht, was wir in der katholischen Tradition eben auch sonntags als Eucharistiefeier oder in der Eucharistiefeier vergegenwärtigen, was in der evangelischen oder in den Traditionen der evangelischen Kirchen eben auch als Abendmahl bekannt ist. Auf die Unterschiede werden wir vielleicht dann auch noch zu sprechen kommen im Laufe des Abends. Damit wollen wir einsteigen, um dann zum Schluss doch nochmal einen ganz, wie ich finde, bemerkenswerten, wichtigen und interessanten Schlenker in das Johannesevangelium hineinzuwerfen. Wir werden heute hier mit einem Arbeitsblatt arbeiten, wo ich diese vier Einsetzungsberichte in einer sogenannten Synopse nebeneinander aufgelistet habe, damit die Zuschauer im Internet entweder wenn Sie live zuschauen oder auch wenn Sie es nachschauen, wissen, worüber wir reden, habe ich das Arbeitsblatt auch zum Download bereitgestellt. Den Link finden Sie in den Kommentaren. Aber hier kann ich es jetzt live und in Farbe verteilen. Während das Arbeitsblatt herumgeht, ich habe gerade schon einen Begriff benutzt, ein Fremdwort, der heißt Synopse. Synopse ist ein griechisches Wort. Syn heißt mit oder zusammen und Opse kommt von Opsein, schauen. Eine Synopse ist also eine Zusammenschau, eine tabellarische Gegenüberstellung von Bibelstellen. Sie haben vielleicht auch schon mal den Begriff Synoptiker gehört. Als Synoptiker, guten Abend, kommen Sie rein. Als Synoptiker bezeichnet man die drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas. Und zwar deshalb, weil diese drei Evangelien so große Parallelen miteinander aufweisen, dass man sie tatsächlich in eine tabellarische Ordnung gegenüberstellen kann und dann feststellt, wo weisen diese Evangelien teilweise wörtlich übereinstimmende Gemeinsamkeiten auf, wo weichen sie aber auch voneinander ab. Vielleicht an dieser Stelle einen ganz kleinen Exkurs in das Quellenstudium oder in die sogenannte Literarkritik. Wie haben wir uns das Verhältnis von diesen Evangelisten untereinander vorzustellen? Wie kann es zu diesen Abhängigkeiten kommen? Wir brauchen dieses kleine Hintergrundwissen auch für das, was wir gleich dann mit diesen Abendmahlsberichten machen. Was ich Ihnen jetzt nahe bringen will, ist die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. So wird die bezeichnet. Wo kommt das her? Wenn wir diese drei Evangelisten, Markus, Matthäus und Lukas, und Sie merken, jetzt habe ich schon die Reihenfolge, wie die in der Bibel stehen, etwas vertauscht. Ich habe sie jetzt in eine chronologische Reihenfolge gebracht. Vergleichen, dann stellen wir fest, dass das Markus-Evangelium das kürzeste ist. Und das Markus-Evangelium ist als solches fast vollständig auch in Matthäus und Lukas enthalten. Es scheint also nahe zu liegen, alleine aufgrund dieses Befundes, dass Lukas und Matthäus den Markus gekannt haben müssen. Markus scheint also das älteste der vier Evangelien zu sein. Wir können den also mal hier oben hinsetzen, Markus, Abkürzung MK, und wir finden das Markus-Evangelium eben in weiten Teilen auch im Matthäus-Evangelium wieder, Abkürzung MT,
und in weiten Teilen eben auch im Lukas-Evangelium wieder. Offenkundig war es also so, dass das Markus-Evangelium schon vorlag und Lukas und Matthäus sich des Markus-Evangeliums bedienen konnten, um da auf dieser Grundlage ihre eigenen Evangelien zu entwickeln und zu schreiben. Bitte schön. Ist das denn richtig schon um 65, 70? Ja, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Genau. Als Entstehungszeitraum des Markus-Evangeliums ist, Sie haben den Zeitraum gerade gesagt, nimmt man das Jahr 70 oder kurz nach 70 an. Warum? Im Jahr 70 haben die Römer die Stadt Jerusalem zerstört und es gibt im Markus-Evangelium verschiedene Stellen, in denen der Evangelist offenkundig auf die schon erfolgte Zerstörung Jerusalems zurückblickt. Also die Zerstörung Jerusalems scheint als solches schon historisches Faktum zu sein. Die können wir zeitlich relativ genau verorten, etwa im Jahr 70. Das heißt, das Markus-Evangelium muss kurz danach entstanden sein. Das ist übrigens eine bemerkenswerte Zeit, wenn wir überhaupt die Frage stellen, warum tauchen jetzt plötzlich Evangelien auf? Warum gibt es jetzt die Textgattung Evangelien? Denn die Evangelien sind nicht die ältesten neutestamentlichen Schriften. Die ältesten neutestamentlichen Schriften sind die Paulusbriefe, speziell der erste Thessalonicher Brief ist das älteste schriftliche Dokument im Korpus des Neuen Testamentes. Warum entstehen also die Evangelien etwa ab dem Jahr 70? Das ist eine bemerkenswerte Zeitspanne, denn in dieser Zeit leben noch Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse um Kreuzestod und Auferstehung Jesu und seines öffentlichen Wirkens. Man weiß aber, das liegt ja jetzt ungefähr schon 40 Jahre dann zurück, man weiß aber, dass die Biologie der Anwesenheit von Augen- und Ohrenzeugen Grenzen setzt. Die werden also in absehbarer Zeit nicht mehr da sein. Noch kann man also auf das authentische Zeugnis von Augen- und Ohrenzeugen zurückgreifen, bald nicht mehr. Und was macht man da? Man lässt quasi unter dem Zeugnis von Augen- und Ohrenzeugen die Ereignisse aufschreiben, man dokumentiert sie da, macht sie damit zeitlos. Wir finden aber in fast allen Evangelien diese sogenannten Augen- und Ohrenzeugen-Hinweise, dass sie damit entsprechend dokumentiert sind. Ich will Ihnen das exemplarisch einmal am Lukas-Evangelium deutlich machen. Da zitiere ich direkt den Beginn des Lukas-Evangeliums, Kapitel 1, ab Vers 1, also wirklich den absoluten Beginn. Da heißt es in der Einheitsübersetzung von 1979, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also Lukas und die anderen Evangelisten machen das ähnlich. Lukas verweist dezidiert auf Augenzeugen, die das, was er hier quasi geschrieben und verfasst hat, von Augenzeugen ratifiziert und bestätigt wurde. Es bekommt damit den Anstrich von Authentizität. Der schreibt jetzt sicher nicht irgendwas zusammen, was er gerne hätte, sondern Augenzeugen haben das bestätigt. Er wendet sein Evangelium, sein Adressat ist sogar eine einzelne Person, ein gewisser Theophilus, dem er eben dieses Evangelium vermacht. Und der Theophilus hat es offenkundig eben weiter überliefert, sodass wir auch heute darauf zurückgreifen können. Also, bemerkenswertes Zeitfenster. Noch sind Augenzeugen und Ohrenzeugen da der historischen Ereignisse. Sie können es noch verifizieren. Bald werden sie nicht mehr da sein. Übrigens ein Verfahren, das wir in der Neuzeit ähnlich kennen. Wenn Sie an den Holocaust oder die Shoah denken, es leben noch einige wenige Augenzeugen, die Auschwitz und die anderen KZs erlebt haben. Bereits in den 90er Jahren hat, ich glaube, Steven Spielberg war es, ein großes Dokumentationsprojekt veranstaltet, wo er genau diese Augen- und Ohrenzeugen interviewt hat, das dokumentiert hat und damit für die Nachwelt erhalten hat, sodass wir auch da noch in Jahrhunderten ein authentisches Zeugnis dieser grausamen Ereignisse haben. Also auch in unserer Zeit stellen wir solche Phänomene fest, ehe das Wissen der Menschen verloren geht. Man schätzt, dass die Wissensspanne drei Generationen umfasst, also etwa 80 Jahre, kann man sich ungefähr vorstellen. Großeltern erzählen ihren Enkeln, wie es war. Urgroßeltern
sollte biologisch, geht man vielleicht auf 4 Generationen, ist aber noch eher selten, hat man schon kein authentisches Zeugnis mehr verfügbar. Also Erfahrungswissen um fast 3 Generationen, das sind etwa 60, 70, 80 Jahre. Es ist genau der Zeitraum, in dem wir uns hier bewegen. Das ist der Zeitraum, in dem Evangelien entstehen und können so entsprechend noch bestätigt werden. Das Markus-Evangelium ist das älteste, hat offenkundig Lukas und Matthäus vorgelegen, weil sie weite Teile des Markus-Evangeliums teilweise in wortwörtlicher Übereinstimmung beinhalten. Dann stellen wir... Bitte. Sind die alle in der gleichen Sprache? Ich dachte, eins von denen wäre eben griechisch. Die sind alle griechisch. Im Neuen Testament haben wir nur griechische Texte. Das Neue Testament ist komplett auf Griechisch geschrieben worden. Wir haben keine nicht-griechischen Texte des Neuen Testamentes, also keine Urtexte. Ne? Es gibt die Qumran-Rollen nicht. Die Qumran-Rollen, die kommen ja später. Natürlich hat es da möglicherweise schon Übersetzungen gegeben, aber der Urtext, mit dem wir arbeiten, ist samt und sonders auf Griechisch verfasst worden. Dass es von da aus Ableitungen gab und möglicherweise schon Übersetzungen gab, das steht außer Zweifel, aber die Sprache, in der das griechische Testament, das griechische Neue Testament verfasst worden ist, Neue Testament verfasst worden ist, ist griechisch. Übrigens sogenanntes Koiné-Griechisch, also eine Art Umgangssprache. Das ist jetzt nicht das Philosophen-Griechisch, das man bei Platon und so sieht, also Hochgriechisch, sondern so, sogenanntes Koiné. Ja, so ungefähr, ja, wenn man so will. Es ist so geschrieben, dass die Menschen es verstehen konnten. Was ich, wenn ich mir diese kleine Bemerkung erlauben darf, ich bin ja nur halt Exeget und man beschäftigt sich wissenschaftlich mit diesen Texten und ich bin doch manchmal erstaunt, wie dicke Bücher man über bestimmte Phrasen schreiben kann, die den Eindruck erwecken, man könnte es nicht verstehen, ohne ein halbes Theologiestudium absolviert zu haben. Die Erstadressatinnen und Adressaten der Texte haben es einfach so verstanden. Wir haben im Neuen Testament manchmal auch Hinweise, es gibt eben, ich glaube, im 2. Petrusbrief einen schönen Hinweis, der sagt, es lohnt sich, die Briefe unseres verehrten Bruders Paulus zu studieren, macht es aber mit Vorsicht, denn wenn man die unvorsichtig liest, bringt man sich selbst in Gefahr. Weil manche Gedankengänge natürlich des Paulus schon, man muss sehr genau hingucken, um die zu verstehen, weil die sehr, sehr ineinander verschachtelt manchmal sind. Also man hat schon den Hinweis, lest es nicht oberflächlich, schaut genau hin. Aber es ist so geschrieben, dass die Leute offenkundig damals verstanden haben, worum es geht, sonst hätten sie es ja nicht überliefert. Wir wissen gerade bei Paulus, wir haben 7 echte Paulusbriefe, die wahrscheinlich 8 Briefe beinhalten. Der 2. Korintherbrief hat wahrscheinlich 2 Schreiben, Kapitel 1 bis 9, Kapitel 10 bis 13. Wir wissen aber aus dem 1. und dem 2. Korintherbrief, dass da noch weitere Schreiben existiert haben müssen, die man nicht überliefert hat. Warum? Ob die unvorteilhaft für die Adressaten waren, unvorteilhaft für den Absender waren oder schlicht und ergreifend in ihrem Inhalt, ich will nicht sagen belanglos, aber doch so, dass man sagt, das ist jetzt nicht so fundamental, dass man es überliefert hat. Also es gibt eine Reihe von Schriften, auch neutestamentlicher Schriftsteller, die uns nicht erhalten sind. Warum auch immer. Die gibt es, ja. Ne? Aber die, die man halt hier im Neuen Testament niedergeschrieben hat, sind halt dazu angetan und geeignet, dass Menschen damals schon gesagt haben, darin kommt in besonderer Weise das Wirken Gottes zum Ausdruck. In diesem Sinne sind sie Wort Gottes, in diesem Sinne auch inspiriert, aber nicht in dem Sinne, dass der Heilige Geist in Form auf der Taube oder auf der Schulter gesessen hätte und jetzt was diktiert hätte. So nicht. Ja. Wir finden schon relativ früh eine Sammlung der Paulusbriefe. Die 7 Paulusbriefe sind relativ früh als Sammlung schon überliefert worden. Wir finden um etwas nach 100 schon eine Sammlung des 4 Evangelienwerkes, dieser 4 Evangelien, die bei uns im Kanon drin stehen. Also man hat sehr schnell angefangen, offenkundig da auch Textkomponenten oder Texte halt zu bündeln. Der neutestamentliche Kanon, wie wir ihn heute vorliegen haben, ist dann so, Anfang des 4. Jahrhunderts liegt er vollständig vor und wird auf dem Konzil von Nicäa als solches auch vorausgesetzt. Aber diesen Zeitraum von gut 300 Jahren, den hat man gebraucht, bis wir das Neue Testament so hatten, wie wir da haben, ist aber eben komplett auf Griechisch, Umgangssprache geschrieben, Umgangssprache Koiné-Griechisch, der Hinweis nochmal deshalb, die Leute mussten verstehen, was die schreiben. Es hat ja wenig Sinn, wenn man in einer Hochsprache spricht und kein Mensch versteht, was damit gemeint ist. Und deswegen sage ich, sind die Texte für uns heute eigentlich genauso verständlich. Der Paulus beeilt sich sogar mal im 2. Korintherbrief zu sagen, ich meine das so, wie ich es schreibe. Da gibt es jetzt keine großen Hintergedanken. Sagt er im 2. Korintherbrief, im 1. Kapitel gibt es so eine kleine Szene an dieser Stelle. Was wir heute im Jahr 2017 natürlich manchmal haben, wir schauen auf diese Texte mit einem gut 2000-jährigen Abstand. Natürlich unser kultureller Kontext an andere. Ja? Natürlich muss man manche Worte oder manche Floskeln, die uns heute nicht geläufig sind, haben damals vielleicht eine andere Bedeutung gehabt. Da muss man sicherlich exegetisch auch nochmal vertiefend hineinschauen.
Aber das ist nicht so, dass man Bibeltexte heute immer nur mit Expertenwissen lesen könnte. Man kann sich denen auch so ausliefern und kann mal gucken, wie die heute zu einem sprechen. Was ich aber immer empfehle, ist, nicht den Fehler zu machen, Texte immer so aus dem Zusammenhang zu reißen. Das geht natürlich manchmal nicht anders. Natürlich, eine Leseordnung im Gottesdienst muss Textteile bilden. Aber das, was wir sonntags im Gottesdienst hören, ist eben nur ein Textteil. Wenn ich es in seiner Gänze verstehen will, muss ich es eigentlich in die Gesamtdramaturgie eines Textes hinein begeben und von daher verstehen. Mal gucken, was steht vorher, was steht nachher, welche Funktion hat dieses Textfragment im Ganzen und so weiter und so weiter. Werden wir aber gleich eben auch sehen, was das bei den Abendmahlsberichten zum Beispiel ausmacht. Aber das ist ja trotzdem kein Problem mit den Auszügen, denn in der Homilie soll ja der Priester oder Diakon das aufschlüsseln. Das wäre das große, haben Sie völlig recht, das wäre das große Ziel der Homilie, dass der Homiletiker, der Priester, Diakon oder in Wort Gottes fallen, kann es ja auch ein Laier machen oder eine Laien, dass die das entsprechend aufschlüsseln, würde voraussetzen, dass die sich die Mühe machen, tatsächlich zu gucken, wie es eingeordnet. Ich gehe selbstverständlich davon aus, dass jeder Prediger das so tut. Ich höre hin und wieder, dass manche Prediger das nicht tun sollen, aber das sind bestimmt nur Ausnahmefälle. Also da habe ich keinen Zweifel dran. Sie haben völlig recht, das wäre Sinn und Zweck der Homilie. Und natürlich haben sich die Herausgeber der Leseordnung nicht selten die Mühe gemacht, sogenannte Bahnlesungen zu haben. Das heißt, wenn man Sonntag für Sonntag oder sogar Werktag für Werktag die Eucharistiefeier besucht, dann hat man teilweise diesen Zusammenhang über längere Strecken schon, dass man das abschnittweise nach und nach hört, sodass man die Zusammenhänge eigentlich schon hätte haben können. Ich empfehle eben nur, oder ich erlebe das immer wieder, gerade bei Methoden wie Bibelteilen und sowas, da wird oft dieser Gesamttextzusammenhang nicht berücksichtigt. Dann hat man den Bibeltext oft nur auf einer Kopie, man weiß gar nicht, was steht vorher, was steht nachher. Und dann arbeitet man nur mit diesem Textfragment und das ist nicht ganz ungefährlich, weil dann plötzlich auch nur noch bestimmte Reizwörter herausgehört werden, die dann innerhalb des Textes eine ganz andere Funktion haben. Ich habe es kürzlich wieder erlebt, da ging es um ein Bibelteilen zum Thema Apostelkonzil, wie sie in der Apostelgeschichte steht. Hochinteressanter Text, weil der in der Apostelgeschichte eingewoben ist in ein großes Ganzes. Der Petrus hat vorher eine Vision, dass die Heiden auch getauft werden sollen, ist aber noch sehr skeptisch. Dann begegnet er den heidnischen Hauptmann Cornelius, der offenkundig schon im Besitz des Heiligen Geistes ist, der eben nicht erst durch die Taufe vermittelt wird. Petrus hat einen Lernprozess. Dann kommt das Apostelkonzil, großer Aufruhr, dürfen wir Heiden taufen nicht. Man streitet sich, steht da, Petrus steht auf und sagt, was ich da erlebt habe, berichtet seine Erlebnisse und dann steht da nur der Satz, da schwiegen sie und hörten. Und dann beraten die ruhig weiter. Also in der Dramaturgie dieser Perikope, erst großer Streit, Petrus berichtet seine Ergebnisse, er hat also eine Erfahrung gemacht, wie Gottes Wille ist, da hörten sie zu und da schwiegen sie und hörten zu. Und dann findet man halt die Lösung mit der sogenannten Jakobusklausel. Klammer auf, es gibt noch einen zweiten Text über das Apostelkonzil im Galaterbrief, den müsste man eigentlich mal dagegen halten, weil es Übereinstimmungen und auch ein paar Abweichungen gibt. Fällt beim Bibelteilen alles flach? Was sagen manche Leute, in dem Fall waren es alle Kollegen sofort, hören und schweigen. Insinuiert natürlich sofort. Heftige Auseinandersetzung. Ja, die ging ja erstmal voran. Und die Frage ist, warum schweigen die und wem hören die zu? Denn wenn wir so in den Raum, in kirchlichen Kontexten schweigen und hören sagen, dann sagen wir, wir müssen schweigen, um Gott zu hören. Da hören die aber dem Petrus zu und sind jetzt betroffen über das, was er erfahren hat. Und der Streit tritt jetzt an die Seite und deshalb schweigen die. Weil die quasi eine Erkenntnis haben aufgrund der Schilderung des Petrus. Also gar nicht das Hören und Schweigen hat da eine ganz andere Funktion als in anderen Kontexten. Und das macht das so schwierig, wenn man nur perikopiert arbeitet und die Gesamtzusammenhänge nicht beachtet. Deswegen empfehle ich sehr, lesen Sie die Bibel. Sie brauchen nicht immer einen Profi als Anleiter. Die Bibel erschließt sich Ihnen auch so. Da, wo man vielleicht aufgrund kultureller, zeitlicher Abstände, sprachliche Schwierigkeiten, was weiß ich was hat, da darf man einen Profi fragen, soll man auch. Da gibt es die Glaubensinformationen hierfür. Da gibt es dann Priester, Diakone, Pastoral, Gemeindereferenten, Referentin für, die man fragen kann und. Aber man darf es und kann es natürlich alleine lesen, aber man muss es eben wie Texte behandeln, den man nicht einfach aus dem Zusammenhang reißt. Dann erschließt sich plötzlich eine ganz eigene und neue Welt. Aber wir sind noch bei unserer Theorie. Ist das denn vor Luther gelaufen? Ja, wir sind natürlich jetzt in diesem großen Reformationsjahr und ich habe kürzlich einen schönen Satz gelesen, man kann froh sein, dass das Rad schon in der Steinzeit erfunden wurde, sonst würde man wahrscheinlich auch sagen, Martin Luther hätte es erfunden. Also Martin Luther ist nicht der Erste, der eine deutsche Bibelübersetzung verfasst hat. Die hat es vorher auch schon gegeben. Was wir uns heute nur ganz schwer vorstellen können, ist die Sprachvielfalt, die es damals in Deutschland gab.
Es gab also eine Unzahl an Dialekten, die teilweise untereinander nicht kommunikabel waren. Also wenn ich als Mensch hier aus dem Ruhrgebiet, Deutsch gab es damals noch gar nicht, ne, aber wenn ich jetzt hier im Rheinland oder Westfalen oder wo auch immer herkomme, ich hätte einen Sachsen ohne weiteres gar nicht verstehen können. Das ist übrigens ein Phänomen, das Sie heute noch haben, wenn Sie als Westdeutscher aus Nordrhein-Westfalen nach Niederbayern fahren und die fangen an, in ihrem Heimatidiom zu sprechen, da können Sie genauso gut nach China fahren. Also da verstehen Sie kein Wort mehr. Sie müssen aber vorsichtig sein, die werden böse. Ja, ja. Mir hat mal ein Niederbayer gesagt, red endlich Deutsch. Das habe ich also auch da auch schon gemacht. Also wie gesagt, das gibt's heute auch, ist aber eher eine Skurrilität. Das war damals gang und gäbe. Also es gab damals durchaus schon auch deutsche Bibelübersetzungen, die waren aber dann in den Heimatidiomen verfasst, in irgendeinem Dialekt und funktionierten dann für, ich will nicht sagen eine Handvoll Leute, aber doch für einen sehr überschaubaren Teil der Bevölkerung. Das ist das Verdienst Luthers, dass er quasi, ich will nicht sagen, der hat das Hochdeutsche erfunden, aber er hat doch durch, und da spielen sicherlich auch politische Umstände, die Reformation, der Zeitgeist, was weiß ich was eine Rolle, dass er jetzt eben seine Bibelübersetzung nicht in einem speziellen Idiom, etwa der sächsischen Kanzleisprache, verfasst hat, sondern dass er versucht hat, eine Sprachform zu finden, die überall verstanden wird. Damit ist er sicherlich auch irgendwo Wegbereiter dessen, was wir heute Hochdeutsch kennen. Das ist das Verdienst Luthers. Man hat aber vorher teilweise, es gab schon teilweise auch deutschsprachige Bibelausgaben, was sicherlich ein anderes Problem war, ist, dass die kaum erschwinglich waren für Otto Normal Mensch. Durch den Buchdruck und die Massenproduktion wurde es plötzlich eben auch erschwinglich. Ich habe mal gehört, dass von der Original-Luther-Bibel, sage ich jetzt mal, eine 500.000 Exemplare in Deutschland damals verbreitet. Und das hieß, in jedem Haushalt war im Prinzip ein Exemplar vorhanden. Damit war es auch demokratisiert, damit war es verfügbar. Das war ja auch Sinn und Zweck oder eines der Anliegen Luthers, gegen das sich die römisch-katholische Kirche bis in die Neuzeit übrigens schwer getan hat. Das ist eigentlich erst also auch sowas wie historisch-kritische Exegese, wie das, was wir hier machen, ist eigentlich erst im Zweiten Vatikanischen Konzil als solches, das war vorher schon da. Es wurde zwar schon Anfang des 20. Jahrhunderts auch im Antimodernistenstreit und so weiter teilweise noch bekämpft, so richtig durchgebrochen und sanktioniert und freigegeben wurde es eigentlich erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Gibt es ein sehr wichtiges Dokument, das dogmatische Konzilskonstitution Dei Verbum, die sich damit auseinandersetzt und so weiter und so weiter. Also da ist schon einiges auch im römisch-katholischen Bereich mit ein paar Jahrhunderten Verspätung auch in Bewegung gekommen. Ne? Nun leben wir aber heute in einer Zeit, und da gibt es eben, bis heute gibt es Unterschiede, deswegen insistiere ich so darauf, nehmen Sie die Bibel, lesen Sie selber darin, Sie können es verstehen. Das muss man, glaube ich, Katholikinnen und Katholiken immer wieder auch sagen. Da haben die evangelischen Christen ein paar Jahrhunderte Vorsprung, die gehen damit viel selbstverständlicher um. Für evangelische Christen selbstverständlich auch. Nicht wie Karl May, aber fast. So ungefähr, ja. Aber sie gehen da etwas, vielleicht etwas unbefangener mit um, denn es ist ja das Wort Gottes. Und da entsteht bei, ich weiß nicht, wie es bei evangelischen Christen ist, bei Katholiken habe ich oft den Eindruck, man geht damit so einer großen Scheu damit um, dass man den Eindruck hat, kann ich das Wort Gottes überhaupt verstehen? Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in dieser schon zitierten Konzilskonstitution, Dei Verbum, Gottes Wort ist das Wort Gottes, das nach Menschenart auf menschliche Weise gesprochen ist. Wir können es also lesen und verstehen. Man kann das Wort Gottes nicht kaputt machen. Man muss manchmal mit dem Wort Gottes ringen, weil es uns vielleicht auch verstört. Ja, es ist nicht, da haben Sie völlig recht, es ist nicht Karl May. Es sind Texte, die über Jahrhunderte Leben geprägt haben, beeinflusst haben, die deshalb wichtig, wertvoll sind. Ich will gar nicht sagen, dass man es behutsam lesen muss, aber vielleicht mit Bedacht. Bedacht aber jetzt eben nicht mit spitzem Finger, ja, sondern dass man sagt, also nicht einfach oberflächlich weglesen und einfach so Schlüsse draus ziehen, sondern die Texte auch wirken lassen. Die sind ja Textformen ganz unterschiedlicher Art, Gedichte, Erzählungen, Argumentationen, Lyrik, Prosa, ganz viele Dinge, die halt zu uns sprechen können. Und in denen letzten Endes Erfahrungswissen, wenn wir jetzt mal über die Evangelien reden, aus dem ersten Jahrhundert aufgehoben sind, die für uns heute kulturell, religiös und so weiter nach wie vor wirksam sind. Eins ist mir nicht ganz klar, letzte Frage dazu. Bitte, ja, dann muss ich mal hier weitermachen, sonst stoßen wir nicht zum Kern hier vor. Es ist so ein bisschen irritierend,
Eigentlich sollte sich ja das Neue Testament auch an die Juden oder in erster Linie an die jüdischen Bürger richten. Ja, Sie insinuieren jetzt, dass das... Und jetzt ist das gesamte Testament dann in einer Sprache geschrieben, die vielleicht einem Teil... Ja, da wäre ich schon vorsichtig. Erstmal war das Griechische damals das, was das Englische für heute ist. Es war die Welt- und Umgangssprache. Wir haben ja schon seit dem 2. Jahrhundert vor Christus das Alte Testament in griechischer Sprache vorliegen, der sogenannten Septuaginta. Weite Teile des jüdischen Volkes sprachen in griechischsprachig beheimateten Ländern. Da hat das, also zum Beispiel Kleinasien, also in Antiochien, wo eben das Christentum auch seinen großen Aufstieg nimmt. Wir können auch davon ausgehen, dass man in Jerusalem und in Judäa und so weiter Griechisch gesprochen hat. Können Sie alleine an so Städtenamen sehen wie Caesarea Philippi zum Beispiel oder Lateinisch. Also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass man da jetzt nur Hebräisch oder Aramäisch gesprochen hätte. Die haben das schon verstanden. Also die Verkehrs- und Umgangssprache war Lateinisch oder Griechisch. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass Jesus Latein und Griechisch konnte. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Apostel in Teilen, ob sie es perfekt gesprochen haben oder mehr radebrechend, so wie heute manche Leute eben auch Englisch versuchen zu sprechen, da können wir, werde ich mal fragen, wenn ich dem Petrus gegenüberstehe. Aber ich glaube, da dürfen wir durchaus getrost sein, dass die da etwas polyglotter waren, als wir es annehmen. Eigene Sprache oder so. Oder ja, das ist letzten Endes vergleichbar, wie wir heute miteinander und miteinander kommunizieren und mit Sprachen umgehen. Ja? Wenn ich Sie fragen würde, was ist Deutsch? Die deutsche Sprache, was ist Deutsch? Dann würden wir uns wahrscheinlich alle auf den Duden einigen. Im Duden steht aber drin, dass man das mit S schreibt. Das einfache das. Mit S schreibt. Ich sage aber schon mal dat. Hier in Wuppertal sagt man dat. Ein Ausruf des Erstaunens in meiner Heimat, in Essen, ist boah. Finden Sie schon nicht im Duden, aber jeder Essener weiß, wenn ich sage boah. Ein Bochumer weiß schon nicht, was ich meine, wenn ich boah sage. Der sagt kehr. In Essen sagt mein Mensch kehr. Und hier in Wuppertal, in Barm, sagen die Leute woll. Sagt in Essen kein Mensch. Trotzdem verstehen wir uns. Ja? Ich will anhand dieses kleinen Beispiels jetzt deutlich machen, natürlich haben wir in den biblischen Schriften, die sind so verfasst worden, dass ein größtmöglicher Teil der Menschen sie verstehen konnte. Deswegen im Neuen Testament Griechisch, ja, und im Alten Testament wird es schon schwierig. Die Ursprache, Hebräisch, wird aber im 2. Jahrhundert vor Christus schon auf Griechisch übersetzt, weil viele kein Hebräisch mehr konnten. Zumindest in den Bereichen, wo es Diaspora-Judentum anhängig war. Die Muttersprache Jesu wird Aramäisch gewesen sein. Ist das Aramäisch, das Jesus gesprochen hat, aber das Aramäisch, das heute gesprochen wird, halte ich für unmöglich. Auch da werden Sprachverschiebungen 2000 Jahre sich ausgewirkt haben. Latein, wenn wir Latein lernen, dann denken wir, so haben die Römer gesprochen. Ja? So haben die Römer gesprochen. Bitte? Die haben Vulgärlatein gesprochen, das hört sich so ähnlich an wie heute Rumänisch. Das heißt, wenn wir einen Römer hätten sprechen hören, hätten wir kein Wort, selbst wenn sie das große Latinum haben, verstanden. Die Inschriften aber sind natürlich in Latein geschrieben. Das ist genauso, wie wir Inschriften in geschliffenem Hochdeutsch schreiben, aber so spricht doch kein Mensch auf der Straße. Also da muss man, glaube ich, noch mal fein unterscheiden, wie die Menschen live gesprochen haben. Wir haben keine Tondokumente, aber wie gesagt, das Neue Testament, das ist jetzt nicht vulgärgriechisch, aber koinegriechisch. Es ist in einer verständlichen Umgangssprache geschrieben. Das ist jetzt nicht in diesem Sinne Hochsprache. In diesem Sinne. Wobei der Lukas schon etwas besseres Griechisch schreibt als der Matthäus und so weiter. Also auch da gibt es nochmal Unterschiede. Ne? Er war doch Griechisch, Lukas. Wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Jetzt, damit wir aber weiterkommen, nochmal weiter. Also, wir haben von den schriftlichen Zeugnissen das Markus-Evangelium als ältestes, etwa um 70, also kurz nach 70, Zerstörung Jerusalems geschrieben, finden wir im Matthäus-Evangelium mit dem Lukas-Evangelium. Matthäus und Lukas wahrscheinlich um 80 herum geschrieben. Jetzt finden wir aber, wenn man, deswegen nennt man die auch die Synoptiker, weil man jetzt so eine Tabelle machen kann, eine Synopse, eine Zusammenschau. Und wenn man das macht, dann stellt man eben fest, es gibt jetzt Textteile, die finden sich sowohl im Matthäus-Evangelium als auch im Lukas-Evangelium, nicht aber im Markus-Evangelium. Offenkundig haben Matthäus und Lukas auf eine zweite Quelle zugreifen können, die der Markus nicht vorliegen hatte oder die er nicht verarbeitet hat.
da diese zweite Quelle, also das, was Matthäus und Lukas haben, nicht aber Markus, fast ausschließlich Spruchworte sind, die dann auch noch im Munde Jesu liegen, nennt man diese Quelle auch die Logienquelle, also eine Spruchquelle. Die wird abgekürzt in der neutestamentlichen Wissenschaft einfach mit Q für Quelle. Ja. So, und die finden wir bei Lukas und Matthäus. Und dann gibt es noch Schriftstellen, die man sowohl, die man nur und ausschließlich bei Matthäus findet. Das nennt man dann das sogenannte matthäische Sondergut. Und dann gibt es Schriftstellen, die finden wir ausschließlich bei Lukas, aber nur bei Lukas. Die nennt man dann das lukanische Sondergut. So, und diese Theorie, nennt man eine literarkritische Theorie, wie hängen die Texte also voneinander und untereinander ab. Ich könnte anhand einer solchen Zusammenschau jetzt relativ genau sagen, diese Textteile gehören eher in die Markus-Tradition oder in die Q-Tradition oder ins Sondergut, weil wir hier zwei Hauptquellen haben, nämlich das Markus-Evangelium und diese Logienquelle Q, nennt man diese Theorie auch die Zwei-Quellen-Theorie. Wohlgemerkt, die Zwei-Quellen-Theorie ist eine Hypothese. Wenn man sich jetzt da hinein vertiefen wollte, exegetisch, dann könnte man die jetzt auch diskutieren, gibt sich auch ganz andere Abhängigkeiten. Um jetzt diese Abhängigkeit der Texte untereinander zu verdeutlichen, finde ich die aber als griffiges Schema nach wie vor sehr brauchbar und verwendbar, um zu zeigen, die Texte fallen eben nicht vom Himmel, sondern haben eben auch noch eine innere Geschichte, die zusammenhängt. In der Abendmahlstradition, merken Sie schon, ist es bemerkenswert, die finden wir in allen drei synoptischen Evangelien, scheint also aus der Markus-Tradition zu kommen. Und jetzt kommt hinzu, dass wir die auch schon im ersten Korintherbrief haben. Der erste Korintherbrief, entstanden um 50 nach Christus, nochmal 20 Jahre vorher. Also es gibt offenkundig hier noch eine sehr lebendige mündliche Tradition. Bevor die Texte verschriftlicht werden, muss es ja eine mündliche Überlieferung gegeben haben, die sich, was diesen Textteil angeht, eben dann auch schon im ersten Korintherbrief niederschlägt. Sondern auf dieser Übersicht, die Sie sich im Internet herunterladen können oder die wir hier live vor uns haben, habe ich sie jetzt eben genau in diese Reihenfolge gebracht. Ich habe eine Anordnung gewählt, dass ich den ersten Korintherbrief in die linke Spalte gesetzt habe, weil es eben der älteste Text ist. Und dann kommen Matthäus, Markus und Lukas so, wie sie bei uns in der Heiligen Schrift angeordnet sind. Wenn Sie diese Übersicht zur Hand nehmen, dann habe ich diese Synopse jetzt mal versucht, so zu gestalten, dass Sie sehen, wie funktionieren die Texte. Dann stellen wir fest, dass wir im ersten Korintherbrief eine Einleitung haben. In allen Abendmahlsberichten, in allen Traditionen, wo die Einsetzung des Abendmahles überliefert wird, haben wir immer eine Form von Einleitung und dann den eigentlichen Bericht. Bei Paulus im ersten Korintherbrief ist die Einleitung ganz kurz und knapp, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Der Paulus gibt also seinen Adressaten, in diesem Fall der korinthischen Gemeinde, den Hinweis, was jetzt kommt, habe ich mir nicht einfach ausgedacht. Das ist nicht Werk des Paulus, der sich hier irgendwie eine Liturgie ausgedacht hat. So macht man das ja heute teilweise, wenn man Liturgien gestaltet, dann geht man hin und überlegt, wie können wir das machen. Nein, der Paulus sagt, ich habe mir nichts ausgedacht, wie ich das gerne hätte, sondern es kommt vom Herrn, es ist offenbart. Jesus selbst wird es so. Ein Hinweis, der für Paulus eminent wichtig ist, denn er ist kein Augen- und Ohrenzeuge. Das sagt er im zweiten Korintherbrief, ich selbst habe Christus nicht dem Fleische nachgekannt, wohl dem Geiste nach. Denn er selbst nimmt für sich im Anspruch, da gibt es eine kurze Bemerkung im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 5, da redet er in der dritten Person von einem Menschen, wahrscheinlich meint er sich selbst, der in den siebten Himmel vorgestoßen ist und da quasi von Gott selbst begegnet ist. Möglicherweise, es liegt nahe, dass Paulus ein sogenanntes Damaskus-Erlebnis beschreibt, etwas, was für ihn ganz eminent wichtig ist, dass er von Christus unmittelbar beauftragt ist und damit einer gewissen Gleichartigkeit dem Zwölferkreis gegenübersteht. Großes Streitthema in der Kirche, auch zwischen ihm und Petrus und so weiter, werden wir vielleicht mal an einem anderen Abend behandeln. Aber Paulus legitimiert quasi das, was er hier selbst schreibt, dass es eben nicht aus seinem Schaffen stammt, sondern es ist von Christus selbst
offenbart worden. Und das hat er überliefert. Und er überliefert offenkundig etwas, das Common Sense war in der frühen Kirche. Denn wir wissen jetzt aus diesen drei synoptischen Evangelien, da gibt es ja einen zweiten Überlieferungsstrang, dass da etwas überliefert wird, was offenkundig auf das Wirken Jesu selbst zurückgeht. Also bei Paulus haben wir erstmal diese kleine Einleitung. In den drei Evangelien wird der Text gerahmt durch den Hinweis auf dieses letzte Abendmahl. Ich lese jetzt einmal der Einfachheit halber, weil die Rahmung für uns jetzt nicht so wichtig ist, die älteste Überlieferung da, also die Markus-Überlieferung vor. Als es Abend wurde, kam Jesus mit den 12. Während sie nun bei Tisch waren und aßen, sagte er: Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern, einer von denen, die zusammen mit mir essen. Da wurden sie traurig und einer nach dem anderen fragte ihn: Doch nicht etwa ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch 12, der mit mir aus derselben Schüssel ist. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Und dann geht die Schilderung der Einsetzung des Abendmahls los. Diesen Hinweis, den wir bei Markus haben, finden wir in einer ähnlichen Diktion bei Matthäus. Auch der verweist quasi jetzt schon auf diesen Verrat durch diesen Judas voraus. Klammer auf, ich will jetzt nicht zu viel über den Judas sagen, weil das ein eigenes Thema wert wäre. Die Tatsache, also der Judas hat in unser, also Judas Iskariot, es gibt ja zwei Judas, den Judas Thaddäus, wir reden über Judas Iskariot. Die Tatsache, dass der Judas Jesus verraten hat, hat ihn über die Jahrtausende ja zu einem verabscheuungswürdigen Menschen gemacht. Tatsächlich ist der Judas aber eine sehr dilemmatöse Gestalt, der möglicherweise gedacht hat, ich muss durch diesen, die Frage ist ja erstmal, was hat er überhaupt verraten? Klammer auf, den Aufenthaltsort Jesu. Er wusste, wo Jesus und seine Jünger sich bewegen. Der Verrat mit einem Kuss als stilles Zeichen, um keinen Aufstand hervorzurufen. Jetzt wird aber in der Schilderung hier deutlich, wenn der sagt, der mit mir aus derselben Schüssel ist, dann muss sich dieser Judas Iskariot in einer großen räumlichen Nähe zu Jesus gefunden haben. Man hat damals nicht bei Tisch gesessen, man hat bei Tisch gelegen. Man lag auf dem linken Arm, mit der rechten greift man und taucht in die Schüssel. Rechts von Jesus sitzt nach dem Johannesevangelium der Jünger, den Jesus liebte, muss also Judas Iskariot links von ihm gesessen haben. Also, das ist der Ehrenplatz schlechthin. Warum? Weil ich natürlich dem Linken gegenüber ein großes Vertrauen haben muss. Den Rechten kann ich sehen, den Linken kann ich nicht sehen. Dem muss ich quasi blind vertrauen. Judas gehört also zum allerengsten Kreis. Er hat das Vertrauen Jesu genossen. Dass er dann zum Verräter wird, macht sein großes Dilemma aus. Das nur jetzt als Nebenbemerkung an dieser Stelle. Sie haben es eben schon erwähnt. Ich wollte eben salopp fragen, was gab es denn zu verraten? Sie haben eben gesagt, den Aufenthaltsort durfte denn jemand nicht wissen, wo die waren? Und was ist denn dann daran so verabscheuungswürdig? Mit Blick auf das Thema, ich versuche es ganz kurz, wirklich ganz kurz zu halten. Aber vielleicht, weil das so ganz wichtige Fragen sind, machen wir das mal zu einem eigenen Thema im Rahmen einer Glaubensinformation. Jesus zieht nach Jerusalem ein und dann ereignet sich diese sogenannte Tempelreinigung. Die Tempelreinigung ist kein Protest Jesu gegen Handel am Tempel, sondern das, was da am Tempel verhandelt wird, sind quasi Opfertiere und das Umwandeln, da sind ja Geldwechsel, das Umwandeln von ausländischer Währung in die gültige Tempel, in die koschere Tempelwährung. Was Jesus da also macht, ist ein symbolischer Akt gegen den Tempelkult. Offenkundig hatte sich der Ruf Jesu ja verbreitet und jetzt befürchtet die Tempelbehörde, die Jesus gegenüber ja ohnehin schon kritisch eingestellt war, dass dieser symbolische Akt gerade am Passiafest, wo die Stadt berstend voll war, Jerusalem damals eine Einwohnerzahl von etwa 20.000, zu den Wallfahrtsfesten wie Passia 200.000 in der Stadt. Kann man sich vorstellen, was da los war. Wenn da jetzt ein Aufruhr losbricht, haben wir Massenpanik, die Römer werden eingreifen, werden den Aufstand niederschlagen, was ja dann im Jahr 70 auch passiert. Und da kommt eben dieser nüchtern rationale Satz, es ist besser, dass ein Volk, ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das Volk für das gesamte Volk stirbt. Dieser Satz könnte tatsächlich so gefallen sein.
So, jetzt möchte man diesen Jesus habhaft werden. Jesus zieht sich aber zurück und versteckt sich in Bethanien. Also außerhalb der Stadt, 2 Kilometer weg. Kommt jetzt aber zum Passchafest heimlich wieder in die Stadt hinein. Der kommt ja heimlich da rein. Der schickt ja Jünger vorweg, die alles vorbereiten sollen und so weiter. Bei mehr oder weniger bei Nacht und Nebel begibt er sich in die heilige Stadt. Und meine These, meine Hypothese, bei aller, die ist sehr, sehr diskutabel, aber ich schilder sie jetzt trotzdem, ist, dass der Judas Iskariot, diese Aposteltruppe, war kein, also wir machen heilige Männer daraus, aber die waren halt bewaffnet. Die haben gedacht, wir richten das neue Jerusalem auf, und die haben mit Sicherheit in Teilen diesen Irrtum gehabt, dass da auch was Politisches bei rumspringt. Denken Sie nur an Johannes und Andreas, die schon die Ministerposten verschachern und was weiß ich was. Möglicherweise hat Judas Iskariot einfach gedacht, das geht mir alles nicht schnell genug. Der redet hier von himmlischen Herrschern, die kommen werden, jetzt muss ich trinke den ein bisschen in der Enge, dann wird der hoffentlich loslegen. Und wendet sich halt an die Tempelbehörde und sagt, ich kann euch verraten, wo der ist. Und er verrät also den Aufenthaltsort. Denn als derjenige, der zum Inner Circle gehört, weiß er halt, wo ist auch der günstige Ort, wo man eine solche Verhaftung möglicherweise geräuschlos über die Bühne bringen kann. Das ist halt im Garten Gethsemane, wo sich Jesus zurückzieht. Da ist kein Volk und nichts. Stilles Erkennungszeichen, der Kuss. Also nicht, da ist er, haltet ihn, sondern ein Kuss. Das ist das, wenn es sich denn so ereignet hat, was den historischen Kern ausmacht. Dass natürlich dann einer, der engste Freund oder zum engsten Freundeskreis gehört, ausgerechnet dann zum Verräter wird. Dass Jesus genau nicht so reagiert, macht das große Drama im Leben des Judas aus, mit der ganzen Deutungsgeschichte, die dann über 2000 Jahre sich mit allen Höhen, Tiefen und allen Abwegen und so weiter da entsprechend entwickelt hat. Aber der Verrat des Judas ist schlicht und ergreifend, er verrät den Aufenthaltsort, wo er sich befindet. Nicht mehr und nicht weniger. Das alles. Dass der da noch 30 Silberlinge für einsteckt, ist jetzt so fürchterlich außergewöhnlich nicht, denn wir wissen aus einer Bemerkung im Johannesevangelium, dass Judas der Kassenwart der Apostel war. Ich werde ganz oft gefragt, hatte Jesus eine Geldbörse? Natürlich hatte der eine. Der hat sich von Frauen aushalten lassen, wird im Lukasevangelium erwähnt. In der Schilderung der Sünderin, die Jesus die Füße salbt, beschwert sich eben jener Judas Iskariot, dass man das Geld doch besser hätte einsammeln können und für die Armen geben können. Natürlich hatte der eine Kasse. Wie sonst will man überleben? Natürlich hatte Jesus Geld. Warum denn nicht? Und er hatte sogar einen Kassenwart, den Judas Iskariot. Sag ich im katholischen Bereich in jeden Rendanten, wenn es ein Patron... Nein, das lassen wir jetzt besser. Das wird jetzt zu meinen. Ja, das wird so. Und dass dieser Judas Iskariot die 30 Silberlinge da einsteckt, ist möglicherweise gesagt, das ist für die Kriegskasse. Wir brauchen Geld, kann man gebrauchen, wenn es dann losgeht, wenn man was aufrichten muss. Also es kann aus Sicht des Judas Thaddäus ganz banale, menschlich, allzu menschliche Gründe gehabt haben, dass er sich da völlig verkalkuliert hat. Haben wir in diesen Tagen, wie man sich verkalkulieren kann, gerade in Großbritannien erlebt. Wie eine, war auch ein Kassenwart, der Laurentius. Aber in Großbritannien eine Theresa May, die denkt, ich mache jetzt eine Wahl, dann habe ich eine größere Mehrheit, völlig verkalkuliert. Dass wir natürlich hinterher religiös überhöht diese ganze Sache dann so machen, die finden wir ja letzten Endes hier mit 40 Jahren Abstand schon in diesen Texten wieder, wenn jemand Jesus sagen lässt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Ein bisschen hart in dem Zusammenhang. Ne? Total. Ist das der Grund, warum sich Judas dann erhängt? Da wird es ja schon schwierig, der hängt sich ja nicht in allen Evangelien. In den meisten Evangelien verschwindet er einfach von der Bildfläche, nur im Matthäus-Evangelium erhängt er sich. Mhm. Und in der Apostelgeschichte wird dann davon erzählt, dass da sein Leib irgendwie zerplatzt und zu Boden fällt. Mhm. Aber in den anderen Evangelien verschwindet er einfach von der Bildfläche, der spielt einfach keine Rolle mehr. Er hat sich ja unmöglich gemacht. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, die Frage kann man doch sehr ketzerisch stellen, letztendlich spielt der Judas Iskariot doch im Erlösungswerk sogar eine ganz wichtige Rolle. Hätte er Jesus nicht verraten, wäre er nicht am Kreuz gestorben, wäre er nicht vom Kreuzestod auferstanden. Wir säßen heute nicht hier. Also ganz einfach, eine Verurteilung des Judas Iskariot ist gar nicht möglich. Klammer auf, was ihn bei bestimmten religiösen Gruppierungen, etwa den Kopten und anderen, zu einem Heiligen erhebt. Also unsere westeuropäische oder römisch-katholische Deutung ist da nicht unbedingt konsensfähig, die wir mit dieser Person verbinden. Dieses eine Bild In dem Kapitell in Weselei, ja, wo Jesus den suizidiert mit dem Strick, wo Jesus ihn trägt, zeigt eben auch, also so ganz einfach verurteilend ist das nicht. Hier im Evangelium legt man das Jesus in den Mund, was aber dieses gesamte Dilemma ausmacht. Und meine These ist,
dass wir uns an diesem Judas Iskariot so reiben, weil der uns so verdammt ähnlich ist. Wir erkennen uns und unser Anliegen in dem wieder, denn wie oft versuchen wir Gott auf die Sprünge zu helfen, indem wir sagen, also hier, wenn ich dieses tue, dann musst du doch, mach schnell und so weiter. Der ist uns ähnlicher, als uns lieb ist. Aber wir verquatschen uns, wir werden ein eigenes Thema wert. Also, wir haben in den Evangelien eine Rahmenhandlung, die sich mit dem Judas Thaddäus befasst. Und jetzt an dieser Stelle wird es schon interessant. Bei Matthäus und Markus ist dir dem Abendmahlsbericht vorgeschaltet. Bei Lukas nachgeschaltet. Das ist, ich habe das zwar da oben mit reingeschrieben, in diese eckigen Klammern und kursiv gedruckt, aber Sie können an der Verszählung sehen, dass das eigentlich etwas ist, was danach gehört. Bei Lukas heißt das nämlich, als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch zu essen. Jetzt käme der Abendmahlsbericht. Und dann kommt bei Lukas nachher, doch seht, der Mann, der mich verrät und ausliefert, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg gehen, der ihm bestimmt ist, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Da fragte einer den anderen, wer von ihnen das wohl sei, der so etwas tun werde. Also wir merken schon, innerhalb der Evangelientradition gibt es zumindest, was die Rahmenhandlung angeht, einen Common Sense, da spielt Judas Thaddäus eine Rolle. Ansonsten merken, bitte? Entschuldigung, ich habe heute irgendwie, danke für den Hinweis, ganz wichtig, wir wollen dem Judas Thaddäus da seine Ehre. Judas Iskariot eine Rolle. Ansonsten stehen offenkundig Markus und Matthäus in einer größeren Nähe zueinander als Lukas, der Sache nach drin hat, aber eine andere Dynamik wählt. Diese Beobachtung setzt sich fort, wenn wir die eigentlichen Einsetzungsberichte lesen. Und ich lese die jetzt erstmal unkommentiert, so nacheinander weg. Und Sie achten bitte einmal, den Schrifttext mitverfolgend, darauf, wo sind die Gemeinsamkeiten, also die Schnittmenge, und wo weichen die voneinander ab? Denn die sind nicht komplett deckungsgleich. Ich beginne mit 1 Korinther. Jesus der Herr nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Matthäus. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke im Reich meines Vaters. Markus. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reiche Gottes. Lukas. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und wenn Sie jetzt zumindest der römisch-katholischen Tradition folgend das dagegen halten würden, was wir in der Heiligen Messe als Einsetzungsbericht hören, ist das nochmal anders. Den finden wir in keinem dieser vier. Während in der evangelischen Tradition der Pfarrer, die Pfarrerin ist, wenn ich richtig informiert bin, sich eines dieser vier biblischen Berichte bedient. Ja. Sie widersprechen nicht, das freut mich. Für eins entscheiden. Aber einen der biblischen, während wir in der römisch-katholischen einen fünften haben aus der 12 Apostellehre,
Was es mit dem auf sich hat, wie der zustande kommt, schauen wir gleich mal. Denn der ist ja nicht unbiblisch. Ne? Der hat nur einen anderen Hintergrund. Das nur eine Frage so zum Koran. Ja. Diese Geschichte ist doch eigentlich ein Teil des Passchermals. Da kommen Sie jetzt auf einen interessanten Punkt zu sprechen. Ja, und ich meine, und das Passchermal war ein Gedächtnismal. Ja, jetzt wird es interessant. Kein Opfermal, sondern es war. Ja, genau. Und jetzt muss man erstmal erklären, was das Gedächtnis ist. Genau. Machen wir aus dem Gedächtnismal, machen wir jetzt plötzlich eine wöchentliche Wiederholung. Das irritiert mich so ein bisschen. Das ist sehr evangelisch gedacht. Der Katholik würde so eben nicht denken. Aber da sprechen Sie jetzt genau etwas an. Bevor wir uns die Texte, Gemeinsamkeiten, Unterschiede näher anschauen, nehme ich aber genau diesen Aspekt, den Sie jetzt hier einbringen, auf. Die Frage ist, war das letzte Abendmahl Jesu ein Passchamahl, ja oder nein? Biblisch, rein neutestamentlich gesehen, kann man die Frage nämlich nicht eindeutig beantworten. Warum? Nach dem Zeugnis der Synoptiker und auch des Paulus war es ein Passchamahl. Jesus stirbt damit am Tag des Passchafestes, was manch einen Exegeten verstört, weil das Passchafest ja ein hohes Fest ist und man der Meinung war, dass die Römer sich nicht getraut hätten, an einem solchen hohen Festtag zu kreuzigen. Die Römer hätten sich nie getraut, an einem Sabbat zu kreuzigen. Wir wissen aber, dass der Kreuzigungstag Jesu der Rüsttag war, zum Sabbat, also ein Freitag. Sabbat wäre No-Go gewesen, auch für Römer, damit hätten die einen Aufstand produziert. Ein Festtag, auch Pascha, ist da nicht das Problem gewesen. Jetzt kommt aber bei Johannes, der hat eine komplett andere Chronologie in seinem Evangelium. Komplett anders. Nach Johannes wirkt Jesus 3 Jahre öffentlich, nach den Synoptikern nur 1 Jahr. Nach Johannes stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Das würde aber bedeuten, das Paschafest wäre am Samstag gewesen, am Sabbat selber. Das heißt, nach dem Johannesevangelium wäre das letzte Abendmahl Jesu kein Paschamahl gewesen. Trotzdem beinhaltet das Johannesevangelium diesen deutenden Bezug zum Paschafest, weil Jesus ja in der Stunde stirbt, in der die Paschalämmer geschlachtet werden. Jetzt können wir solche Verfahrensweisen bei Johannes ja häufig beobachten. Man muss sich als Exeget dazu verhalten, wer ist denn jetzt historischer? Papst Benedikt hat in seinen Jesusbüchern die Meinung vertreten, dass dem Johannes dem Vorzug zu geben sei. Gott sei Dank verweist er im Vorwort darauf, dass das keine lehramtlich bindende Aussage ist, sondern man das anders sehen darf. Ich sehe es nämlich anders mit der Mehrheit der Exegeten. Warum? Das Johannesevangelium entsteht zwischen 90 und 100. Der Johannes wird die Synoptiker gekannt haben, das merkt man auch an bestimmten anderen Stellen, wo er auf ähnliche Inhalte zurückgreift. Aber Johannes entfaltet die viel stärker. Beispiel Blindenheilung. Wird in den Synoptikern schon 5-mal berichtet, in 3 Evangelien 5-mal die Blindenheilung. Bekannteste Variante, die mit dem blinden Bettler Bartimäus, ist aber immer selbe Thema. Ist eine Geschichte von ein paar Versen. Bei Johannes wird daraus eine Zeichenhandlung von über 40 Versen. Man sagt nicht ohne Grund, dass der Johannes eine Art Kommentar zu den Synoptikern, einen sogenannten Midrasch, geschrieben habe. Der Johannes bewahrt ja diese Verbindung zum Paschafest auf, indem er Jesus als wahres Paschalamm darstellt. Aber er schildert das letzte Abendmahl dann nicht als Paschamahl, was in meinen Augen dann auch ursächlich dafür wird, dass er keinen Einsetzungsbericht hat. Weil es in seiner Diktion eben kein Paschamahl ist, er aber weiß, dass es eins war und er jetzt eine Deutung schreiben möchte. Das ist ja schon 4-3 Mal überliefert worden, er setzt jetzt eine Deutung oben drauf. Das macht den Johannes nicht unhistorisch. Aber sein Anliegen ist eher, es inhaltlich zu durchdringen, was da ist. Wie sehr der Johannes dieses Anliegen hat und wie sehr das im Dialog, gerade jetzt Kirchen der Reformation, römisch-katholische Tradition, die im Abendmahlsverständnis völlig andere Auffassung haben, der Johannes da vielleicht sogar einen entscheidenden Hinweis geben könnte, der, man mag es mir nachsehen, eher die römisch-katholische Tradition vertritt, werden wir gleich abschließen, werde ich da nochmal drauf zu sprechen kommen. Deswegen vertrete ich die Ansicht, dass den Synoptikern in ihrem historischen Bezug recht zu geben ist und es sich bei dem letzten Abendmahl Jesu um ein Paschamahl gehandelt hat. Dieses Paschamahl ist damals sicherlich nicht so in der Haggadah durchritualisiert worden, wie in der Haggadah, die man heute hat.
Aber dieses letzte Passjahr, dieses Passjahrmal gibt genau das her, was wir hier lesen, das bei dem sogenannten fünften Becher. Es ist normalerweise sind alle Becher mit deutschen Worten versehen, aber der sogenannte fünfte Becher, da oblag es dem Hausherrn, den mit einem freien Spruch zu versehen. Das wird Jesus genutzt haben und hat zu diesem fünften Becher eben das gesprochen, was wir heute als Einsetzungsbericht kennen. Klammer auf, dass die danach lobsingend in den Garten Gethsemane ziehen, passt auch zum Passjamal, weil man nach dem Passjamal unter Absingen der Hallel-Psalmen, das sind die letzten fünf Psalmen, 145 bis 150, einen Spaziergang machte, quasi den Durchzug durchs Rote Meer nachempfindend. Und jetzt kommt das nächste Stichwort, das Sie gebracht haben, Gedächtnis. Wenn Juden Pascha feiern bis auf den heutigen Tag, erinnern sie sich nicht bloß, was da passiert ist. Sie wiederholen auch nichts. Sie ziehen jetzt aus Ägypten heraus. Das ist Vergegenwärtigung. Ein Gedanke, der für uns Katholiken eminent wichtig ist, weil wir, und jetzt nehme ich den zarten Einband auf, den Sie da drin hatten, wenn wir Eucharistie feiern, erinnern wir uns auch nicht bloß. Wir wiederholen auch nichts. Wir stehen jetzt im Abendmahlsaal. Wir feiern das Abendmahl. Es ist auch nicht der Priester, der mit uns die Messe feiert. Es ist Christus, der die Messe feiert. Weil Christus aber für uns nicht mehr sichtbar ist, sondern ins Reich Gottes zurückgekehrt ist, repräsentiert der Priester Christus als das Haupt der Kirche. Der Fachausdruck ist die Repräsentatio in Christi Capitis. Das heißt, der Priester ist als Person natürlich nicht unwichtig, um Gottes Willen. Aber er muss sich in seinem liturgischen Handeln immer klar sein, dass die Messe nie sein Werk ist und nicht in seiner Verfügbarkeit steht, sondern dass er in Repräsentation Christi als das Haupt der Kirche handelt. Deswegen ist er geweiht, weil er damit diese Vollmacht hat. Deswegen kann er nicht geweiht das nicht haben, weil er diesen Auftrag, den auf Christus zurückgehenden Auftrag nicht hat. Ist für das römisch-katholische Empfinden eminent wichtig, was in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, anders gedeutet wird. Die Lutheraner sind uns da relativ ähnlich. Reformierte sehen es komplett von uns anders. Also ein römischer Katholik wird mit einem Lutheraner noch vielleicht einen Konsens, eine Art von Konsens erzielen können. Mit einem Reformierten wird man nicht zusammenkommen. Und da liegt spezifisch der Grund drin, verursacht, dass wir keine Abendmahlsgemeinschaft haben. Gucken wir aber gleich nochmal, wenn wir die Texte anschauen, uns nochmal näher an. Ja, jetzt habe ich hier zwei Fragen. Er war jetzt ein Tick früher. Wie wollen wir den Pascha-Fest heute korrekt übersetzen ins Deutsche? Pascha ist einfach der Übergang. Der Vorübergang. Weil Gott eben an den Häusern... Vorübergang. Weil Pascha-Fest ist der Vorübergang Gottes an den Häusern, wo die Israeliten mit Blut gekennzeichnet gemacht haben, damit er die Erstgeburt nicht erschlägt. Also Vorübergang, nicht Übergang. Ne? Vorübergang. Muss man, wäre die wörtliche Übersetzung. Ne? Ja, da gibt es ja auch, da gibt's auch in der Liturgie des Triduums gibt's so Lieder, die man singt, dass wir den Vorübergang bestehen und so weiter. Das nimmt im Prinzip Bezug auf diese Pascha-Tradition. Die da gebildet wird. Jetzt kommt ein zweiter, also deswegen Vergegenwärtigung, wenn wir diesen Begriff benutzen, meint für einen römischen Katholiken oder eine Katholikin, ebenso wie für die Juden, nicht Wiederholung, nicht bloß Gedächtnis oder Erinnerung, es geschieht jetzt. Jetzt machen wir das, die Juden feiern jährlich Pascha, wir Katholiken können täglich Messe feiern, wir vergegenwärtigen quasi täglich. Auf jeden Fall am Tag des Herrn, am Sonntag. Auf jeden Fall, ne, hängt damit zusammen. Zweiter wichtiger Satz, ich hatte schon fast die Befürchtung, dass Sie den Begriff bringen, haben Sie nicht gebracht, aber ich bringe ihn. Manchmal sprechen wir Katholiken auch vom Opfer. Der Opferbegriff ist etwas, ich will nicht sagen gefährlich, aber missverständlich, weil in unseren indogermanisch geprägten Sprachkontexten, zu der auch die deutsche Sprache gehört, Opfer immer mit unfreiwilligem Verlust zu tun hat. Opfer ist immer Raub, Opfer, Mord, Opfer, Todesopfer, wie auch immer. Der Mensch verliert was oder man muss den Göttern opfern, um sie gnädig zu stimmen und so weiter. Das ist ein sprachlich grandioses Missverständnis, mit dem wir leider oder manche an dieses Geschehen herangehen und dann wird plötzlich ein Sühnetod, wo Jesus alle Schuld auf sich nimmt und jede kleinste Sünde, die wir haben, treibt den Nagel noch tiefer rein. Bereits die Juden sprechen aber schon von einem Opferkult im Tempel. Bei denen meint Opfer aber was ganz anderes. Das können Sie sehen, wenn Sie die Kain- und Abel-Geschichte mal lesen. In der Kain- und Abel-Geschichte wird zum ersten Mal in der Bibel von einem Opfer gesprochen. Jetzt haben die beiden Brüder, der eine Viehwirt, der andere Ackerbauer, etwas erarbeitet.
Sie merken aber, dass Gott offenkundig seine Hände da im Spiel hatte. Also der Mensch kann säen, der Mann kann gießen, der kann ernten, der kann düngen, aber wachsen lassen. Das macht halt Gott. Und jetzt wollen die Gott quasi dem ihm gebührenden Anteil zurückgehen. In dem archaischen Verständnis ist der Mensch auf der Erde, Gott im Himmel. Und nehmen wir mal an, die haben Weizenkörner geerntet. Wenn man die jetzt raufschmeißt, fallen die ja runter. Und an dieser Stelle schreibt die Bibel lapidar, sie opferten ihm. Was werden die gemacht haben, die uns verbrannt haben? Und dann steht eine Verbindung Erde-Himmel. Das ist das Opfer. Der steigt auf. Klappt bei dem Abel vorzüglich, bei dem Kain nicht. Ausgang der Geschichte ist bekannt. Ein Opfer besteht also darin, dass der Mensch in eine Verbindung zu Gott tritt. Im Alten Testament wird das schon verfeinert. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, heißt es bei Joel. Ein Opfer, das Gott wohlgefällt, ist ein zerknirschter Geist. Der Mensch, der betet, opfert. Wenn wir bei uns in unserer römisch-katholischen Liturgie auf dem Altar Jesus selbst in Fleisch und Blut gegenwärtig ist, warum wir Katholiken das glauben, kommen wir gleich noch zu, dann stehen wir unmittelbar vor Gott. Wir stehen in Beziehung mit ihm. Wenn Opfer Beziehung zu Gott ist, bezeichnen wir das deshalb als Opfer, was da passiert. Es werden also nicht Gaben geopfert, sondern das eigentliche Opfer ist die Beziehung zwischen uns und Gott, weshalb es in den Hochgebeten auch heißt, nimm uns als heiliges und lebendiges Opfer an. Das Gebet, dieses vor Gott stehen, ist das eigentliche Opfer, was da ist. Aber gebe ich gerne zu, einen Begriff, der in unserer deutschen Sprache völlig missverständlich ist, weil man in dieser altgermanischen Tradition natürlich den Göttern opfern musste, um sie gnädig zu stimmen. Aber unserem Gott muss man nicht gnädig stimmen. Das gnädige Ereignis, die Gnade, hat sich doch in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi längst ereignet. Bitte schön. Aber bei der Gabenbereitung machen wir das ja auch deutlich. Durch das Inzensieren des Altars als Wichtigstes. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wie kommen wir dazu? Schauen wir uns nochmal diese Texte an und schauen wir erstmal auf die Schnittmenge, die wir in allen Texten, wenn freilich auch in einer etwas anderen Reihenfolge, finden. In allen vier Texten, 1 Korinther, Paulus eingeschlossen, ist davon die Rede, dass Jesus Brot nimmt, ein Gebet spricht, das Brot bricht und sagt, das ist mein Leib. Dann nimmt er den Kelch, spricht wieder ein Gebet, reicht es herum und sagt, das ist mein Blut. Dann gibt es so eine Art Wiederholungsbefehl, tut dies zu meinem Gedächtnis, der taucht mal zweimal auf, der taucht an unterschiedlichen Stellen auf, aber der taucht halt immer auf. Und dann gibt es etwas, das nennen wir den eschatologischen Ausblick. Es gibt einen Hinweis, der über das Abendmahl hinausweist. Bei Paulus, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. In den synoptischen Evangelien sowas in der Art, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke im Reich meines Vaters. Das irritiert mich, weil das ein einmaliges Ereignis war und das kommt jetzt nicht mehr. Das sagen Sie. Für uns ist damit eben folgender Gedanke verbunden. Ich fange mal mit dem eschatologischen Ausblick an und bei Paulus kommt er im Prinzip sehr schön auf den Punkt. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, im Willen Jesu, zumindest, wir sind ja in einer nachösterlichen Perspektive, in dem Moment, live, Abendmahlsaal, werden die Jünger nicht verstanden haben, was er damit meint. Denn er ist ja noch da. Er ist ja noch nicht gestorben und auferstanden. In dem Moment, wo er von den Toten aufersteht, und gerade nach Pfingsten werden die begriffen haben, was er damit meint. Dass er in den Gaben, zumindest ist das auch unsere römisch-katholische oder die orthodoxe Tradition und so weiter, dass er in diesem Mahl selbst da ist. Das heißt, das, was wir katholischerseits als Eucharistie bezeichnen, ist quasi die Hinterlassenschaft Jesu für die Zeit zwischen seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft, der Vollendung der Welt. Als Angeld, als Zeichen seiner bleibenden Gegenwart. Für uns römische Katholikinnen und Katholiken ganz wichtig, im wahrsten Sinn des Wortes etwas zum Anschauen und Begreifen. Nicht nur rein intellektuell behauptet, sondern haptisch. Wir Menschen sind Menschen zum Begreifen, zum Schmecken, zum Riechen, zum Fühlen. Ein Zeichen seiner bleibenden Gegenwart. Und weil da steht, das ist mein Leib, in den griechischen Texten steht samt und sonders estin. Estin ist, er identifiziert es. Da gibt es auch nichts Symbolisches dran rumzudeuteln, das
ist mein Leib. An dieser Stelle möchte ich, weil es so wichtig ist, denn ich höre dann von evangelischen Theologen, dass das Aramäische ja nur Nominalsätze kennen würde, die das Wort ist nicht kennen würden. Das ist völlig korrekt, das stimmt. Das Aramäische, das Hebräische, das Arabische, die semitischen Sprachen kennen dieses Wörtchen ist nicht. Da hätte Jesus also gesagt, deutsch paraphrasiert, das mein Leib. Und weil das Wörtchen ist da fehlt, hört man gerade von reformierten Theologen hin und wieder, wäre das ja gar nicht so identifikatorisch, wie wir Katholiken das lesen würden. Das kann man sprachlich so nicht nachvollziehen. Denn, jetzt kommt Ihr Einwand vom Beginn unseres heutigen Abends, das Neue Testament ist von Anfang an auf Griechisch geschrieben worden. Und die Leute, die das aufgeschrieben haben, gerade Matthäus und Markus, sind eigentlich aus hebräischsprachigen Kontexten stammen. Die schreiben Estin. Die haben also genau dieses Gefühl gehabt, wir müssen Estin da reinschreiben, denn auch das Griechische würde nominal, im Griechischen sind Nominalsätze möglich. Im Deutschen, das mein Leib, so sprechen eher Kinder oder Leute, die deutsche Sprache nicht mächtig sind. Im Griechischen wäre es gegangen, einfach Soma Mu zu schreiben. Wäre denkbar gewesen. Hat man aber nicht gemacht. Man hat bewusst dieses Wörtchen Estin da hineingefügt. Das heißt, rein sprachlich haben die neutestamentlichen Autoren diese Identifikation gewollt. An dieser Stelle möchte ich einen Blick in das Johannesevangelium werfen, näherhin in das 6. Kapitel, die sogenannte große Brotrede. Und da fange ich an, in Vers 51 zu lesen, Einheitsübersetzung von 1979. Da sagt Jesus, Johannes 6, 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Johannes lässt hier Jesus in einer geradezu harschen, materialistischen Weise sprechen, denn er benutzt im Griechischen permanent das Wort Sarx. Das Griechische kennt zwei Worte für unsere körperliche Existenz. Soma ist die leibseelische Einheit des Menschen, was die Verbundenheit von Leib und Seele hat. Soma muss aber nicht zwingend fleischlich sein, hier auf der Erde schon. Hier auf der Erde ist Soma immer auch Sarx. Aber wenn wir auferstehen werden, haben wir auch ein Soma, das nicht mehr Sarx ist. Aber es gibt eine leibliche Erscheinungsweise, Klammer auf, in unserem Sprachgebrauch kennen Sie das Wort von Psychosomatik. Da kommt das auch drin vor, psychische Vorgänge, die sich somatisch, körperlich, leiblich auswirken. Johannes benutzt aber hier ganz radikal das Wörtchen Sarx, Fleisch, sehr materialistisch, nicht vergeistigt. Jesus meint tatsächlich also seine fleischliche, körperliche Existenz. In einer Weise, die natürlich völlig missverstanden werden kann. Was die Juden ja auch tun, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Ist ja fast kannibalistisch. Ist ja ein Gedanke, den man frühen Christen sogar nicht selten gemacht hat. Dass Jesus hier spricht, dies ist das Brot, da haben sie wieder diesen Link, den wir in den Abendmahlsberichten auch haben. Natürlich spricht er nicht von seinem Fleisch, in das wir reinbeißen, sondern dieses Brot ist sein Fleisch, sein Leib. Johannes, hatten wir vorhin schon gesagt, schreibt ja eine Art Kommentierung. Er greift dieses Missverständnis hier im 6. Kapitel auf, das man mit dem Abendmahl, mit der Eucharistie, wie wir heute sagen würden, haben kann. Und zumindest Johannes sagt ganz klar, nein, das ist eine radikale Identifizierung mit der fleischlichen Leiblichkeit. Die steht quasi die Körperlichkeit Jesu vor, ganz radikal ausformuliert, Klammer auf, sogar mit dem Hinweis auf das Pascha-Ereignis, wenn er zum Schluss spricht, dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben, wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das Brot, das die Väter gegessen haben, ist das Manna.
das Manna, das die Israeliten kurz nach dem Durchzug durchs Rote Meer empfangen haben. Also auch ein himmlisches Brot. Das heißt, in der Kommentierung, in der interpretierenden Kommentierung des Johannesevangeliums, in dieser Brotrede, dass sie eindeutig Bezug nimmt auf das, was wir Katholiken Eucharistie nennen würden, wird sehr ganz klar davon die Rede, das ist nicht Erinnerung, das ist nicht einfach nur Nachspielen, es ist nicht nur was Vergeistigtes oder sowas. Es ist, dass der Leib Christi selbst in einer drastischen Überhöhung, wenn Johannes sogar hier vom Fleisch spricht, um jeden Irrtum, dass da irgendetwas Überirdisches oder Symbolisches gemeint sein könnte, geradezu auszuschließen. Ich habe da ein Problem. Kann ich mir vorstellen. Opfer, Tier, klar, ja. Durfte gestern. Ja. Aber Blut, das ist doch für ein Israeli, muss das doch für Zumutung gewesen sein. Deswegen fragen die ja nach. De facto aber beeilen sich ja die neutestamentlichen Schriftsteller zu sagen, der Wein schmeckte nach Wein. Natürlich ist das kein Blut im materialistischen Sinne. Ich meine nur, sag mal, aber ja? Einzureden, das ist Blut, wobei Blut doch etwas ist, was... Blut als Materie, ja, aber es ist ja Wein, der das zum Blute Christi wird, aber er bleibt natürlich Wein. Das ist ja eine Geschichte, muss ich jetzt vorausgreifen, die uns natürlich bis heute am Nachdenken hält. Wie kann das sein, dass in dem Kelch Wein drin ist, wir Katholiken und Orthodox und so weiter aber glauben, dass es Blut sei? Blut Christi ist, nicht sei, sondern ist. Im Tridentinischen Konzil, 16. Jahrhundert, hat man die sogenannte Transsubstantiationslehre entwickelt, um das erklärbar zu machen. Es gibt heute andere Versuche, es zu erklären. Ich persönlich glaube, dass diese Transsubstantiationslehre es noch am einigermaßen plausibelsten erklärt und verstehbar macht. Die Transsubstantiationslehre geht auf ein Denkmodell des Philosophen Aristoteles zurück. Aristoteles hat ja schon versucht, so naturwissenschaftlich zu denken und die Welt zu kategorisieren. Und der hat eine Unterscheidung von Substanz und Akzidenz gemacht. Das heißt, er hat gesagt, alle Dinge der Welt haben eine innere Substanz, die das Wesen der Dinge ausmacht. Dieses Wesen muss aber durch sichtbare Akzidenzien quasi real werden. Nehmen wir mal das Beispiel Tisch. Als Tisch definieren wir etwas, was eine Platte hat, auf das wir eine Tasse stellen können oder etwas Ähnliches, und die befindet sich irgendwo auf einer handhabbaren Höhe. So definiere ich es jetzt mal. Das wäre die Substanz Tisch. Wir kennen aber eine Vielzahl von Tischen. Ein Tisch hat zum Beispiel, würde man vielleicht als erstes sagen, 4 Beine und befindet sich auf 60 cm Höhe. Jetzt kennen wir aber auch Stehtische. Die befinden sich ungefähr auf 1,20 Meter Höhe oder 1 Meter Höhe, hat aber nur ein Bein, ist aber auch ein Tisch. Beide, um nur mal an diesen beiden Beispielen zu bleiben, tragen die Substanz Tisch in sich, eine horizontale Fläche, auf die man etwas abstellen kann. Aber welche Akzidenzien diese Substanz jetzt trägt, ein Bein oder 4, ein Meter hoch oder 60 Zentimeter hoch oder 3, ist schon unterschiedlich. Das heißt, in der aristotelischen Philosophie haben wir immer dieses Verhältnis von Substanz und Akzidenz. Das Substanz ist das Wesen von etwas, das ein Ding zu dem macht, was es nun halt ist. Dieses Ding kann aber völlig unterschiedliche Akzidenzien haben. Ne? Auto hat immer 4 Räder. Und fängt so an zu. Ein Auto ist halt etwas, was selbstständig fährt, also ohne Pferd. Aber ob es jetzt 3 Räder hat, ob es blau ist, ob Ford, BMW, Opel, was weiß ich, was draufsteht, wären alles Akzidenzien, aber trotzdem gibt es eine Idee, eine Substanz Auto. Diese Transsubstantiationslehre des Tridentinischen Konzils sagt jetzt, die Akzidenzien bleiben gleich im Brot. Es bleibt äußerlich Brot, respektive Wein. Aber die innere Substanz ändert sich. Die Substanz Brot wird durch das Wirken Gottes zur Substanz Leib Christi. Die Substanz Wein wird in die Substanz Blut Christi gewandelt. Die Akzidenzien bleiben gleich. Es ist also in dem Sinne akzidentell nicht Blut, was wir genießen. Es ist Wein. Aber dieser Wein, deswegen schmeckt er nach Wein, riecht nach Wein und so weiter, aber er ist innerlich für uns akzidentell nicht zugänglich in der Substanz zum Blute Christi geworden. Aber was ist denn für die Juden verboten? Das Akzidenz. 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 Insofern ist der Widerspruch immer noch da. Den sehe ich jetzt nicht, den Widerspruch. Blut ist etwas,
was mit? Wenn Sie das, wenn Sie den Lebenssaft von Tieren nehmen, das Blut ist, das Akzidenzblut, wir reden über das Akzidenzblut, ist das, was aus einem lebendigen Wesen herausfließt. Ja. Das Akzidenzwein fließt aber nicht aus einem lebendigen Wesen heraus. Sie ja, um richtig, sie genau. Weil wir aber das Akzidenzwein haben und es bei dem Blutverbot um das Akzidenzblut geht, haben wir da kein Problem mit an dieser Stelle. Weil wir haben dafür kein Tier getötet und müssten oder keinen Menschen getötet und würden jetzt dessen Blut trinken. Das ist jetzt das ist der Erklärungsversuch des Tridentinischen Konzils, der in diesem Sinne bis heute gilt. Es haben in der neuen Zeit gibt es Transfinalisation und so weiter, würde jetzt viel zu weit führen. Aber wir schätzen das ja so ehrenwert ein, dass wir, oder auch hochwert, dass wir morgen in meinen frohen Leichnam das Hochfest des Leichnams. Wir Katholiken, evangelische Christen nicht an dieser Stelle. Ich kenne kein Hochfest. Nein, natürlich nicht. Das ist, deswegen haben die Evangelien früher ihre Wäsche da gewaschen und haben laut Musik gemacht, wenn die Prozession durchzog. Wir Katholiken haben uns dafür am Karfreitag, wir haben uns am Karfreitag gerecht. Macht heute, Gott sei Dank, macht man das nicht mehr, weil es einen gegenseitigen Respekt gibt. Aber natürlich, das kommt noch dazu, aber natürlich ist das, ich sage immer, uns verbindet viel mit den evangelischen Christen. Das, was die Identitäten schafft, ist aber das Trennende. An diesem Punkt haben wir etwas massiv Trennendes, an dem wir nicht zusammenkommen, was das gemeinsame Abendmahl zurzeit eben leider, aber nicht wirklich möglich macht. Es hilft auch nicht gegenseitige Einladung, es hilft auch nicht so zu tun, als wenn es die Unterschiede nicht gäbe. An diesem Punkt gibt es einen massiven Unterschied, ja für mich auch, einen massiven Unterschied im Verstehen. Ich vertrete jetzt hier die römisch-katholische Linie. Ich sage, da steht ist es denn, wir haben den Johannesevangelium, der eine ganz radikale Identifizierung damit vollzieht. Die biblische Tradition spricht aus meiner Sicht sehr für die römisch-katholische, Klammer auf orthodoxe und so weiter, Deutung. Ich lese darin nicht einen Hinweis, dass es nur symbolisch gemeint ist. Auch der Hinweis tut dies zu meinem Gedächtnis. Gedächtnis, Memoria, meint Vergegenwärtigung im Sprachgebrauch des Neuen Testamentes. Wir wiederholen nichts. Es geschieht jetzt. Jetzt wird es aber mit Blick auf unsere Eucharistie, ich muss auch noch auf die Unterschiede in den Texten zu sprechen kommen, wie die erklärbar sind, noch interessant, denn wir haben in allen vier neutestamentlichen Berichten, und bei Johannes kam es ja auch, das Himmelsbrot des... das Manna. Das Manna, aber das ist das Himmelsbrot, das das ewiges Leben eben verleiht, ist ja auch eschatologisch gedacht. Das heißt, in allen vier neutestamentlichen Einsetzungsberichten haben wir den Hinweis darauf, dass das, was hier eingerichtet wird, gilt, bis das himmlische Gastmahl kommt, bis die Welt vollendet wird. Das ist also, dass Eucharistie ist etwas für die Zeit zwischen Auferstehung und endgültiger Vollendung. Es ist so eine Art Vormahl, ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, Aperitif für das himmlische Gastmahl. Aperitif heißt aber, es ist schon Teil des himmlischen Gastmahls. Sie haben vorhin gesagt, dass der Altar inzensiert wird. Genau dieser Gedanke spielt in unserem katholischen Eucharistieverständnis eine ganz zentrale Rolle. In dem Moment, wo wir zum Altar treten, also in den eucharistischen Teil der Messe treten, wir hatten das, als wir die Eucharistiefeier behandelt haben, hier habe ich schon darauf hingewiesen, singen wir das Sanctus. Ein Gesang, den nach Jesaja und nach der Offenbarung des Johannes die Engel am Thron Gottes singen. Und der Priester sagt, wir stimmen ein in den Hochgesang der himmlischen Heere. Wir treten nämlich jetzt in den himmlischen Gastsaal ein. Der Himmel öffnet sich und der Altar wird zum Thron Gottes. Auf dem Altar ist Gott gegenwärtig. Deswegen wird er auch inzensiert, weil dieses Inzensieren schon ein alttestamentarischer Ritus ist. Vor dem, bitte? Ist das dann die Shechina? Also ja, die Shechina. Ne? Ja. Die Shechina wird, wie im Tempel zu Jerusalem, wo der Shechina beständig Weihrauch verbrannt wurde, dargebracht wurde. Dieses Inzensieren des Altars, das Umschreiten des Altars, ist nichts anderes, auch dass der Priester am Anfang den Altar küsst und verehrt. Er küsst symbolisch quasi dem Allerhöchsten die Füße, ein Unterwerfungsgestus. Der zentrale innere Ort eines katholischen Kirchenraums ist nicht der Tabernakel. Der soll ja nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sogar nicht mehr in der Altarachse stehen, sondern der zentrale Ort ist der Altar. Als Christussymbol, als Thron Gottes. Dem gilt die zentrale Verehrung. Das ist der Ort, an dem quasi Vergangenheit, Abendmahl, Gegenwart heute und Zukunft eschatologisch das Sein bei Gott zusammenkommt. Innerhalb der Eucharistie sagen wir das sogar. Wenn der Priester die Einsetzungsworte gesprochen hat, spricht der Priester oder Diakon die Worte Geheimnis des Glaubens.
Und dann antworten wir, deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Wir nehmen quasi hier diesen eschatologischen Ausblick, den sagen wir. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir. Das ist das gebrochene Brot, der vergossene Wein. Jesus gibt hier uns eine Deutungshilfe für seinen Tod und seine Auferstehung, die wir preisen. Wir können seine Auferstehung doch nur preisen, wenn er hier gegenwärtig ist unter uns, sonst würde das keinen Sinn machen. Wenn er am Kreuz gestorben wäre und wäre tot geblieben, was würden wir hier machen? Er kann doch nur in Brot und Wein gegenwärtig sein, wenn er von den Toten auferstanden ist. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir. Bis du kommst in Herrlichkeit, wenn wir einst am Throne Gottes stehen, brauchen wir die Eucharistie nicht mehr, weil wir dann diese Gemeinschaft unmittelbar haben. Dann ist sie vollends da. Wir treten also in die himmlische Liturgie rein, was bei den Orthodoxen viel mehr im Bewusstsein ist, bei uns Katholiken aber nicht weg. Wir müssen es viel mehr ins Bewusstsein bringen, weil die gesamte liturgische Dramaturgie daraufhin angelegt ist, dass wir hier teilhaben an dieser himmlischen Liturgie, die wir nicht nach Johannes Chrysostomus feiern, sondern nach Paul dem VI. Oder sowas. Klar, aber es ist genau dieser Gedanke da entsprechend Grund und angelegt. Das meint genau das, was Vergegenwärtigung ist. Und wir berufen uns eben hier auf die Texte, haben aber dann in unserer Eucharistiefeier, bevorzugen wir keinen Einzelnen hier draus. Warum? Wir haben die Gemeinsamkeiten gerade herausgearbeitet, es gibt aber auch Unterschiede. Die sind nicht so eklatant, aber sie sind da. Und wenn wir die Unterschiede mit Blick auf die Uhr, komprimiere ich das etwas, wenn wir die Unterschiede zusammenfassen, dann stellen wir fest, dass auf der einen Seite Markus und Matthäus eine Gruppe bilden und auf der anderen Seite Lukas und Paulus. Der Lukas scherte ja sowieso schon in der Anordnung der Rahmenhandlung so ein bisschen raus. Die Unterschiede kann man folgendermaßen festmachen. Bei Matthäus und Markus ist davon die Rede, dass ein Bund besteht. Also da wird Blut vergossen für den Bund. Lukas und Paulus sprechen vom neuen Bund. Bei Matthäus und Markus ist davon die Rede, dass etwas für viele vergossen wird. Bei Lukas und Paulus für euch. Wie können wir das erklären? Warum nicht für alle? Das hätten wir gerne. Ne? Aber gucken wir mal, ob das alle nicht eine Rolle spielt. Wir müssen erstmal gucken, was wird hier überhaupt gesagt. Markus und Matthäus schreiben für judenchristlich orientierte Gemeinden. Da haben wir also Juden, die irgendwann Christen geworden sind, aber ihre Wurzeln im Judentum haben. Lukas und Paulus schreiben für heidenchristliche Gemeinden, also Menschen, die nie Juden waren, die aber zum Christentum gelangt sind. Das, wie wir alle hier im Raum. Ich glaube, dass wir alle Heidenchristen sind hier. Ein Heide ist kein Ungläubiger, ein Heide ist ein Nichtjude. Und das genau ist der große Streitpunkt des frühen Christentums. Darf man Heiden taufen, ohne sie vorher zu Juden, beschnitten zu haben? Das ist das Thema des Apostelkonzils, wo man sagt, ja, darf man, aber es bleibt bestimmt über fast 100 Jahre ein schwelender Konflikt, der trotz des Apostelkonzils irgendwann hat es schwer getan, auch nachfolgend. Also es war nicht, also man kann daran sehen, selbst höchst kirchliche Entscheidungen, in dem Fall der Apostel selbst, heißt noch lange nicht, dass eine Sache damit sofort vom Tisch ist. Wir sind das auserwählte Volk. Genau. Und die anderen profitieren. So ungefähr. Die Geschichte der frühen Kirche, dass dieser Streit trotz des Apostelkonzils nicht so einfach entschieden ist, spiegelt sich auch in der Neuzeit wieder, wenn Sie an die Frage des Frauenpriestertums denken. Das hat Papst Johannes Paul II. De facto 1994 eigentlich lehramtlich, viele sagen, ich gehöre durchaus dazu, sagen, er hat eine unfehlbare Verlautbarung da getan, hat es eigentlich damit entschieden, selbst Papst Franziskus sagt, die Tür ist zu, trotzdem bleibt die Frage, du musst sagen, die Frage ist damit entschieden, aber es hört nicht auf, dass die Leute darüber diskutieren. Also selbst absolut höchst kirchliche Entscheidungen, damals Apostelkonzil, heute Papst, unfehlbare Entscheidungen, sind nicht geeignet, Themen einfach vom Tisch zu wischen. Wenn das Volk weiter diskutieren will, diskutiert das Volk weiter. Punkt. Ja? Und da muss die Kirche sich zu verhalten. Diese Geschichte mit Heiden und Judenchristen ging an die 100 Jahre weiter. Bekam den ersten großen Knick durch die Zerstörung Jerusalems, weil damit die judenchristliche Urgemeinde von der Bildfläche verschwand. Und wurde letzten Endes erst vollzogen, als das Judentum sich radikal von der Kirche trennte. Etwa um das Jahrhundert. Damit war die Sache eigentlich de facto dann zugunsten des Heidenchristentums entschieden. Hier in diesem Zeitraum ist aber noch voll im Gange.
Und für die Heidenchristen damals, glaube ich, haben sich so ein bisschen wie fünfter Rad am Wagen gefühlt, mit so einem latenten Minderwertigkeitskomplex. Die Hinzugekommenen, die Aufgepfropften, wie Paulus es sagen würde. Denen gegenüber sagen jetzt die heidenchristlichen Autoren, dieser Jesus von Nazareth ist gerade für euch gestorben. Die machen die stark, ihre Adressaten. Der hat nämlich einen neuen Bund gegründet. Im Alten Testament finden wir drei Bundesschlüsse. Den Noah-Bund, den Abraham-Bund und den Mose-Bund. Und jetzt kommt der neue Bund, denn die drei anderen Bundesschlüsse sind rein exklusiv jüdisch. Jetzt kommt der neue Bund, es geht übers Judentum hinaus. Das heißt, die heidenchristlichen Autoren stärken ihre Adressaten. Die judenchristlichen Autoren sprechen jetzt vom Bund. Klar, jeder Jude wusste, was mit Bund gemeint ist. Aber die sprechen davon für die vielen, im Sinne von nicht nur für euch, sondern über euch hinaus auch für die Heiden. Die Stoßrichtung ist also bei beiden, bei allen vier dieselbe. Die Diktion mit Blick auf die Zielgruppe eine andere. Es geht immer darum, dass es jetzt nicht mehr nur exklusiv für die Juden ist, für die sowieso, da besteht kein Zweifel dran, die bleiben auserwähltes Volk, sondern jetzt ist die messianische Zeit, wo das Heil über das israelische Volk hinaus zu den Heiden geht. Und den Judenchristen muss man deshalb sagen, nicht nur für euch, sondern auch für die vielen. Den Heidenchristen muss man sagen, gerade für euch. Ist beides mal dasselbe gemeint, mit Blick auf die Adressatengruppe, aber eine unterschiedliche Diktion. Aber ich sehe ja doch einen Unterschied zwischen viele und für die vielen. Die vielen den kann man, weil bei den vielen noch so ein bisschen hineinkommt, dass Gott, bitte? Nein, viele ist etwas allgemeiner, für die vielen ist eine bewusstere Haltung dahinter. Jetzt haben wir gerade in der jüngeren liturgiegeschichtlichen Vergangenheit verbunden mit der Neuherausgabe des Gotteslobes hier in Deutschland einen Streit gehabt bei der Übersetzung der Messtexte. Und jetzt an dieser Stelle muss ich schon sagen, wo kommt dieser Abendmahlsbericht, der Einsetzungsbericht her, den wir in römisch-katholischen Messfeiern hören? Er kommt aus der Zwölfapostellehre und stellt de facto eine Synthese aus den vier biblischen dar. Die werden quasi so ineinander gefügt. Etwas Ähnliches macht man beim Vaterunser übrigens auch. Was hat das zu tun? Wir Katholiken können jetzt nicht einfach einen der vier bevorzugen. Dann würden wir nämlich sagen, die anderen drei sind nicht falsch unbedingt, aber die würden wir de facto abwerten. So würden wir das empfinden. Deswegen folgen wir dem kanonischen Prinzip. Alle vier sind natürlich gleichgültig. Deshalb können wir in der Liturgie nicht einen der nehmen, sondern wir machen eine Synthese aus allen vier. Wir machen aber doch sonst so, dass wir, sagen wir, jede Woche einen anderen Text lesen. Ja, das ist in der Bibellesung so. Aber da höre ich natürlich, ja, könnte man machen. Aber wir haben eine Synthese aus denen gemacht. Weswegen in den, aus euch und viele dann für euch und die vielen wurde. Da kommt das her, was wir in der Kirche hören, für euch und die vielen. Was beide Stränge quasi synthetisiert. Nicht synthetisiert, sondern synchronisiert, so muss ich sagen. Synchronisiert. In unseren Ohren entsteht natürlich, weil wir diesen heiden-judenchristlichen Konflikt nicht mehr im Hintergrund haben, wenn ich heute im Jahr 2017 in der Kirche höre, für euch und die vielen, dann meine ich für euch, die ihr gerade hier seid, und die vielen da draußen. Und jetzt kann man, das ist jetzt die Frage, die Sie gerade hatten, für euch hier und die vielen da draußen, euch plus viele gleich alle. Deswegen hat Johannes Paul II., das ist nicht biblisch, die biblische Intention, die in den Texten adressatenorientiert drin ist, aber Johannes Paul II. Hat in einer Änderung der Einsetzung Worte an dieser Stelle deshalb das alle hingegeben, für alle drin hat. Was, glaube ich, auch dem Heilswillen Gottes entspricht. Der Sache nach ist das da, im Heilswillen Gottes, dass alle, Gott will das Heil aller Menschen. Finden wir auch biblisch begründet, kann man das finden. Nicht aber in der Tradition der Abendmahlsberichte. Da ist das euch und die viele ursprünglich anders adressiert. Aber Johannes Paul II. Hat quasi dem Sprachempfinden und dem, wie wir das heute live, wenn wir das hören, kein Mensch denkt heute mal an den Dissens zwischen Heiden und Judenchristen, sondern wir denken für euch hier und die vielen draußen vor der Tür. Gleich alle. Jetzt kam, und darüber kann man aber jetzt wieder diskutieren, weil dieses, wenn Gott das Heil aller will und er für alle stirbt, sich hingegeben hat, sind denn jetzt auch alle einfach so erlöst? So eine Art Allerlösung, ohne dass man irgendwie sich da machen muss. Ist das völlig egal, was man tut?
Ist ja der korinthische Streit, den man hat. Wenn Gott doch alle erlöst hat, dann kann ich doch auch leben, wie ich will. Da würde Paulus sagen, ja, nee, sondern du sollst der Liebe Gottes schon gemäß leben. So einfach ist es nicht, auch wenn keiner in dem Sinne jetzt so einfach in die Hölle geschickt wird, aber ist jetzt auch nicht so einfach, sondern Automatismus. Deswegen hat man bei der Neuherausgabe des Gotteslobes, dass ja jetzt die innerhalb der deutschsprachigen Bistümer eine einheitliche Sprachregelung brauchte. Denn innerhalb der deutschsprachigen Bistümer ist dieses Johannes-Paulinische alle nicht komplett rezipiert worden. Es gab deutschsprachige Bistümer, die für euch und die vielen nach wie vor hatten und manche, die das für alle hatten. Hat, wenn ich richtig erinnere, damals der noch residierende Erzbischof von Köln, Kardinal Meissner, an den damaligen Papst Benedikt einen Brief mit Bitte um Entscheidung geschickt. Und Papst Benedikt hat entschieden, dass man sich an den biblischen Sprachgebrauch halten solle. Das spricht natürlich auch für einen Exegeten einiges für. Und deswegen hören wir heute, steht im Gotteslob, und hören heute wieder für euch und die vielen, weil es der biblische Sprachgebrauch ist. Da entzündete sich eine Riesendiskussion an. Heißt das jetzt, dass einige nicht erlöst sind von Gott? So eine Art Vorhersehungsgeschichte. Nein, das heißt es nicht. Weil das weder hier insinuiert ist und nicht, sondern es geht erstmal um die, die hier anwesend sind. In diesem Sinne würde ich, jetzt mal überspitzt, das ist sprachlich, wird das keiner von Ihnen in der Eucharistiefeier so empfinden. Für euch und die vielen heißt für euch, die hier sind, die vielen, die gerade irgendwo anders Eucharistie feiern. So könnte ich es auch interpretieren. Ja, auch das. Das heißt, der Heilswille Gottes ist dadurch gar nicht berührt, dass der auf alle Menschen geht. Der wird dadurch auch nicht geleugnet. Aber dieses Euch und die vielen ist an dieser Stelle erstmal für diejenigen, die gleich Geheimnis des Glaubens sagen. Denn das kommt ja unmittelbar danach. Was ist denn das Geheimnis des Glaubens eigentlich? Ja, was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis ist doch etwas, was einige kennen und einige nicht kennen. Sonst wäre, wenn das alle Welt wissen würden, wäre ja kein Geheimnis mehr. Ein Geheimnis ist etwas, was ein eingeweihter Kreis erkannt hat und andere wissen das nicht. Der Priester. Wenn Sie es einem erzählen als Geheimnis, ist es doch sofort. Ja, in dem Sinne ist es kein Geheimnis. Aber wir würden jetzt schon sagen, wir wissen jetzt, dass hier einige Evangelische haben. Wir haben ja schon darüber diskutiert. Sie sehen manche Dinge komplett anders als ich. Das heißt, ich würde jetzt, ich sage es mit Augenzwinkern und etwas polemisch überspitzt, Sie haben dieses Geheimnis des Glaubens noch nicht verstanden. Es ist Ihnen noch verborgen. Ja? Während wir als Elite, will ich nicht sagen, während wir Katholiken für uns in Anspruch nehmen, wir haben das Geheimnis erkannt. Ja? Deswegen, also dieses Bekenntnis, deinen Tod, O Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit, ist unsere Zustimmung dazu, Jesus ist hier wahrhaft gegenwärtig. Das ist das Geheimnis des Glaubens, dass wir uns bekennen zu dieser realen Gegenwart Jesu in Brot und Wein. Das ist das Geheimnis. Dem können Sie zustimmen oder Sie sagen, nee, glaube ich nicht. Wir Katholiken stimmen zu mit diesem Geheimnis des Glaubens, das dann kommt. Da steht der Doppelpunkt nach und dieses Geheimnis äußern wir jetzt. Und jemand, der an dieser Stelle nicht zustimmen kann, lässt es eben. Der sagt es nicht, der hat das Geheimnis noch nicht verstanden. Dazu gehören, bitte jetzt mit Augenzwinkern und dem Gebotenen ihrer indischen Partei, gehören zum Beispiel reformierte Christen, weil die das komplett anders deuten, ohne dass ich da jetzt in irgendeiner Weise despektierlich sein möchte. Vielleicht kann man das Wort Geheimnis aber völlig anders interpretieren. Und zwar, dass es sich dabei um etwas handelt, was man erst oder jeder nach seinem Tode erkennen kann. Dann stünde da nicht Doppelpunkt. Dann stünde da Ausrufezeichen. Dann wird das sein. Ich weiß nicht, ob da ein Doppelpunkt steht. Da steht ein Doppelpunkt. Ich weiß, dass da ein Doppelpunkt steht. Das ist Geheimnis des Glaubens und das sagen wir jetzt. Das Geheimnis. Das ist genau der springende Punkt. Wir sagen das Geheimnis jetzt. Wir bekennen das Geheimnis. Wir wissen es. Deswegen sind wir übrigens initiiert, eingeweiht in das Geheimnis. Das ist Sinn und Zweck einer Erstkommunion-Katechese, wann auch immer Sie die genossen haben. Nicht Sie speziell jetzt, ja. Aber das ist eigentlich Sinn und Zweck, also die Anforderung, wenn wir Kinder zur Erstkommunion führen. Die Anforderungen sind, das Erstkommunionkind, die Mindestanforderung, das Erstkommunionkind muss normales Brot von konsekriertem Brot unterscheiden können. Jetzt nicht akzidentell, sondern es muss verstanden haben, dass dieses Brot, das in der Heiligen Messe konsekriert wurde, eben Leib Christi ist. Ob das Kommunionkind jetzt sagt, das ist der Leib Christi oder es ist heiliges Brot oder irgendetwas, was jetzt nicht so ganz zutreffend wäre, aber es wüsste, es ist kein normales Brot mehr. Damit wäre quasi
dass kein Kommunionkind wird sagen, die Substanz des Brotes hat sich geändert. Das ist natürlich Quatsch. Aber die Anforderung ist, es muss normalem Brot von konsekriertem Brot unterscheiden können. Damit hätte es quasi das Geheimnis, dass da eine Verwandlung stattgefunden hat, verstanden. Das ist Ziel einer Erstkommunionkatechese. Darum geht es. Dass das ein neunjähriges Kind natürlich nur rudimentär und anfanghaft begreifen kann. Dass ich als Theologe mit abgeschlossenem Theologiestudium sagen kann, mit Blick auf Thomas von Aquin, Pange Lingua und so weiter. Dass das natürlich eine Geschichte ist, die erstmal einer rationalen Logik, wenn man mit Aristoteles argumentiert, versucht man das ja einigermaßen logisch zu erklären, was da vor sich geht. Dass man mit der Abarbeitung an dieser Verwandlung der Gaben von Brot und Wein lebenslang nicht fertig wird. Und in diesem Sinne haben Sie natürlich recht, das endgültige Begreifen erst in der vollständigen Anschauung Gottes geschieht. Da würde Paulus sagen, wir erkennen wie in einem Spiegel, endgültig werden wir dann erkennen. D'accord, einverstanden. Aber wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir anfanghaft begriffen haben, worum es da geht. Endgültig, vollgültig erkannt, sicher noch nicht, aber anfanghaft begriffen. Deswegen steht da der Doppelpunkt und wir sagen das jetzt. Nach meinem Dafürhalten ist das übrigens ein Thema, das bei allem gemeinsamen ökumenischen Streben und wo wir schon Gemeinsamkeiten haben, dringend auf die Tagesordnung gehört. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir danach immer noch reformierte, lutheranische und römisch-katholische Christen, lassen wir die anderen jetzt mal hier in Deutschland, weil das die große Gruppe sind, haben werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein reformierter Theologe oder eine Theologin da sehr gute Gründe und Argumente für beibringen kann, die ich gar nicht vom Tisch wischen will. Aber wir müssen darüber sprechen. Es bringt überhaupt nichts zu sagen, alle sind eingeladen. Das, wie ich es aus der reformierten Kirche gehöre. Alle sind eingeladen. Kann jetzt jeder, dann ist es so wie die Speisung der 5000. Dann ist es das, was die Orthodoxie als Artoklasia kennt. Das können wir machen. Das ist das, was wir Katholiken als Agape bezeichnen würden. Das kennen wir auch. Aber es ist eben nicht... Zum Beispiel, da sind alle eingeladen. Natürlich kann man das machen. Die Eucharistie als das, wo Christus gegenwärtig in unserer Mitte steht, ist dann nochmal, wie es das Zweite Vatikanische Konzil sagt, Quelle und Höhepunkt, also etwas ganz besonders Herausragendes. Und ich bin der Meinung, dass wir Katholiken hier rein aufgrund des Schriftbefundes, das, was in der neutestamentlichen Überlieferung da ist, durchaus unsere guten Gründe haben, warum wir das sehen. Ich würde mir deshalb wünschen, bevor man einfach vorschnell immer sagt, das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam, dass wir tatsächlich in einen konstruktiven, inhaltlichen Streit darüber gehen. Denn so fest ich davon überzeugt bin, dass die römisch-katholische Sicht der Dinge eine gute biblische Begründung hat, gerade mit Blick auf die schon zitierte Stelle aus der großen Brotrede bei Johannes, stelle ich für mich persönlich ja immer in Rechnung, so unwahrscheinlich ich das auch halte, aber es könnte natürlich sein, dass ich irre. Und wenn ich irre, weil ich ja die Wahrheit suche, möge man mir meinen Irrtum nachweisen. Das heißt, ehe wir jetzt in eine vorschnelle ökumenische Einigkeits-Euphorie verfallen, sollten wir doch lieber über das, was uns noch trennt und vielleicht auch immer trennen wird, streiten. Selbst wenn es uns trennt, ist das als solches ja nicht schlimm. Wir sind nicht alle gleich. Wir fahren Gott sei Dank nicht alle dieselbe Automarke. Wir mögen, Sie sitzen neben mir, deswegen muss ich immer an Fußball denken. Wir mögen Gott, stellen Sie sich mal vor, wir würden alle nur BVB Dortmund mögen. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe den FC Bayern nicht. Wie langweilig wäre das? Wie langweilig ist es, wenn eine Mannschaft in Deutschland fünfmal nacheinander Fußballmeister wird? Es wird Zeit, dass das jemand anders macht. Es wäre ja fast gut, wenn die Schalker mal gewinnen würden, auch wenn wir beide das an diesem Punkt vielleicht dann anders sehen würden. Nein, also was sage ich damit ist, die Spannung, die Würze im Leben kommt doch gerade durch diese unterschiedlichen Identitäten zustande. Ökumen ist an der Stelle furchtbar langweilig und wird furchtbar langweilig, wenn wir sie nur noch zu bunten Nachmittagen degenerieren, wo wir uns unsere Gemeinsamkeit versichern. Es gibt die unterscheidenden Elemente, die unsere Identität begründen und lassen uns darum, um Gottes Willen, gegenseitig miteinander konstruktiv streiten, weil ich glaube, dass im Streit wir einander miteinander wachsen werden. Und wenn wir dann durch diese Tür nach draußen gehen und sagen, ich glaube trotzdem, dass er da ist, und der Nächste sagt, ich nicht, dann werden wir damit leben müssen. Und dieses Geheimnis des Glaubens werden wir dann erst klären können, wenn wir in der ewigen Anschauung sind. Wie ich dann zu sagen pflege, möglicherweise werden wir dann erkennen, dass das noch ganz anders war. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein frohes Fronleichnamsfest morgen, wenn Sie in Wuppertal sind. Es gibt drei große Prozessionen in Kronberg, in Barmen und hier in Elberfeld, in Solingen auch. Wo auch immer Sie Fronleichnam feiern, für uns Katholiken ist es eben das Fest der Verehrung der Gegenwart Christi in Brot und Wein. Früher hat man evangelischerseits da
die Wäsche gewaschen. Wie gesagt, wir Katholiken haben uns revanchiert am Karfreitag. Hier in Elberfeld ist es, ist vielleicht schon 20 Jahre her, über 20 Jahre her. Damals habe ich es hier in Elberfeld jedenfalls erlebt, dass eine evangelische Pfarrerin vor dem Allerheiligsten eine Bibel hertrug. Ein wunderbares Zeichen. Denn Papst Benedikt spricht auch von der sakramentalen Gegenwart Gottes in seinem Wort. Das wiederum ist ein Gedanke, den wir Katholiken dringend tiefer lernen müssen, als es uns noch im Bewusstsein ist. Dass die Gegenwart Jesu, in der Gegenwart Gottes in seinem Wort nicht defizitär gegenüber der eucharistischen Gegenwart ist. Und wenn wir damit Evangelien drüber schreiben, können wir von denen sogar viel lernen. Dieser Streit ist notwendig. Geschwister müssen sich streiten. In diesem Sinne, schönen Feiertag. Ja,